So, die Dramatis Personae sind eingetroffen. Wir können starten. In der Einladung zur heutigen Diskussion ist formuliert, dass eine kritische Theorie der Gesellschaft, die kein Selbstzweck sein will, auf Bewegungen angewiesen sei, die ihr und ihrem emanzipatorischen Anliegen entgegenkommen. Umgekehrt seien auch die sozialen Bewegungen auf eine ihnen entgegenkommende philosophische Reflexion der politischen Praxis angewiesen, wenn sie sich zur politisch-emanzipatorischen Bewegung entwickeln wollen. Es ist in diesem Verständnis von Philosophie also nur die halbe Wahrheit zu sagen, dass es nichts Praktischeres gäbe als eine gute Theorie, ein Gemeinspruch, der wechselweise Immanuel Kant, Kurt Lewin oder Hermann von Helmholtz zugeschrieben wird. Denn um einen Ahnherrn der Philosophie der Praxis, ein Ausdruck, den der italienische Marxist und Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens, Antonio Gramsci, in seinen Gefängnisheften geprägt hat, auch, nicht nur, als Synonym für Marxismus, um der Zensur im faschistischen Italien zu entgehen, nämlich bei Karl Marx zu zitieren: Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt, aber allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Theorie und Praxis, emanzipatorische politische Bewegung und philosophische Reflexion stehen also in einem komplizierten dialektischen Wechselverhältnis. Um das bestimmte Verhältnis von philosophischer Theorie und gesellschaftlicher Praxis geht es Michael Weingarten in seiner philosophischen und politischen Praxis ebenso. Und die Diskussion dieses Wechselverhältnisses strukturiert auch die Diskussionsbeiträge, in der zum 60. Geburtstag von Michael dieses Jahr im Verlag Westfälisches Dampfboot erschienenen Festschrift Philosophie der Praxis und die Praxis der Philosophie, gibt es auch hinten am Büchertisch, die von drei Schülern von ihm, die auch heute den philosophisch-politischen Diskurs mit ihm und mit uns allen führen werden, nämlich von Klaus Baumann, von Jan Müller und von Ruven Stricker herausgegeben wurde und die wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung, da auch für uns in unserer Praxis politischer Bildung die Frage nach der wechselseitigen Bestimmtheit von Theorie und Praxis innerhalb eines die kapitalistische Gesellschaft transformierenden politischen Projektes zentral ist, mit großer Freude in ihrem Erscheinen auch finanziell unterstützt haben. In einem eigenen Beitrag im genannten Band, der sich mit der Begründung und Begründbarkeit einer radikalen Demokratietheorie auseinandersetzt und dabei auf die sprachphilosophischen, rechtsphilosophischen und demokratietheoretischen Argumentationsmuster des Frankfurter Dreigestirns Jürgen Habermas, Karl Otto Apel und Ingeborg Maus zurückgreift, ein Bezugspunkt, der sicherlich nicht ganz derjenige von Michael ist, habe ich formuliert, dass Michael in einer Konstellation, in der im linken Denken Fragestellungen der politischen Philosophie vor dem Hintergrund unterkomplexer und reduktionistischer Vorstellungen des Verhältnisses von Ökonomie, Gesellschaft und Staat nur als nachrangig erachtet wurden, dass er in dieser Konstellation oder dass ihm in dieser Konstellation das große Verdienst zukommt, nachdrücklich und beharrlich darauf hinzuweisen, dass eine Neukonstituierung der Linken unabdingbar damit verbunden ist, dass die Linke sich als politisches Projekt neu konstituiert und sich die radikale Demokratisierung der Gesellschaft als konkrete Utopie auf die Fahnen schreibt. Hier hinten ist ja auch ein schönes Kunstwerk, Let's Democratize, Democracy. Es ist daher sowohl eine persönliche Freude wie auch eine Freude, die ich als Vertreter der Rosa-Luxemburg-Stiftung empfinde, dass wir heute hier in den Räumen des Württembergischen Kunstvereins, der ja selbst ein Ort ist, an dem das Verhältnis von künstlerischer, theoretischer und politischer Praxis ständig neu und in einer in die Stadtgesellschaft und darüber hinaus intervenierenden Art und Weise verhandelt wird, diese Diskussion durchführen können, die wir unter den Titel gestellt haben, warum politische Bewegungen und philosophische Praxis einander bedürfen. Ich darf Ihnen die Diskutanten auf dem Podium näher vorstellen. Klaus Baumann, er ist Lehrbeauftragter für Philosophie an der Uni Stuttgart
sowie für Gesellschaftstheorie und Sozialphilosophie an der Fakultät für Sozialwesen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, auch in Stuttgart. Er promovierte 2009 an der Uni Stuttgart in Philosophie zur Formbestimmung von Arbeit. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Dialektik, Geschichts- und Entwicklungstheorie, politische Philosophie, Kritik der politischen Ökonomie sowie Philosophie der Ästhetik. Zu meiner Rechten Jan Müller. Er studierte Philosophie und deutsche Literatur und Sprache an der Uni Marburg. Er promovierte 2010 an der Uni Stuttgart mit einer handlungsphilosophischen Rekonstruktion philosophischer Arbeitskonzepte. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Stuttgart und arbeitet aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt. Er forscht und publiziert zu Fragen im Spannungsfeld von Sprachphilosophie, Handlungsphilosophie, Rechtsphilosophie und Metaethik. Ruben Stricker, ganz rechts außen, natürlich nicht im politischen Sinne, studiert Ethik, Philosophie. Das liegt in der Auge des Betrachters. Ja, stimmt. Also, wobei sozusagen in der parlamentarischen Ordnungsweise wäre es sozusagen links außen, weil man schaut ja sozusagen immer sozusagen vom Plenum rein. Also Ruben Stricker jedenfalls studiert Ethik, Philosophie und Politikwissenschaft und Geschichte an der Uni Stuttgart. Seine Arbeitsschwerpunkte sind politische Philosophie, Gesellschaftstheorie, kritische marxistische Theorie sowie die Geschichte der Weimarer Republik. Und schließlich zu meiner Linken Michael Weingarten. Er hat Philosophie, Literaturwissenschaft, Politik und Soziologie in Marburg und Frankfurt am Main studiert und wurde 1989 in Philosophie zu Grundproblemen der Evolutionstheorie promoviert. Seit 1989 ist er Lehrbeauftragter im Fach Philosophie an der Uni Marburg. Von 1980 bis 1999 arbeitet er in der Arbeitsgruppe Kritische Evolutionstheorie am Forschungsinstitut Senckenberg. 2002 war er wissenschaftlicher Leiter des Theorielabors an der Uni Jena. Seit 2004 lehrt er an der Uni Stuttgart am Institut für Philosophie. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte der Biowissenschaften, Hermeneutik, Sozialphilosophie und politische Philosophie. Zu meiner Person, ich bin sozusagen von der wissenschaftlichen Ausbildung Soziologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Uni Tübingen, Forschungsschwerpunkte Sozialstrukturanalyse, Soziologie sozialer Ungleichheit und Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg. Und sozusagen in meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr gerne auch mit philosophischen Fragestellungen. Zu einer Zeit, als es noch möglich war, so im Magisterstudium, wo es nicht so durchgetaktet war, habe ich mir mal so ein kleines Freisemester genommen, um sozusagen mal so von vorne nach hinten durchzulesen, so was Jürgen Habermas geschrieben hat. Von da habe ich dann so eine gewisse Vorbelastung. Zum Ablauf des heutigen Abends. Es wird zunächst Jan Müller sich mit der Frage auseinandersetzen, was heißt, Philosophie hat politische Form? Welchen Stellenwert hat Ideologiekritik vor dem Hintergrund von Althussers Überlegungen zu Ideologie als Form von Denken? Ich hoffe, das ist sozusagen in der Knappheit richtig zusammengefasst, sonst korrigierst du mich. Sozusagen nur damit ihr einen kleinen Eindruck bekommt, sozusagen, was so die Schwerpunkte der Darlegungen sind. Klaus Baumann wird sich auseinandersetzen mit dem Verhältnis von kritischer Theorie und Bewegung. Dabei unter anderem fragen, was heißt philosophische Reflexion im Unterschied zu pragmatischer, ideologischer und instrumenteller? Und welchen Ort hat philosophische Reflexion dabei? Ist Bewegung zum Beispiel per se emanzipatorisch? Und wenn nicht, wie wäre der emanzipatorische Gehalt von sozialen Bewegungen näher zu bestimmen? Ruben Stricker hat sich sicherlich die schwierigste Herausforderung für heute gestellt. Er fragt nämlich nach der Aktualität des Kommunismus heute. Was hat Marx' 11. Feuerbach-These, die Philosophen haben die Welt und so weiter, heute noch für eine Aktualität in einem neuen Projekt des Kommunismus? Da bin ich natürlich schon mal sehr gespannt. Und anschließend wird sozusagen diese Beiträge aufnehmend Michael, sozusagen, was ich eingangs dargestellt habe, seine Überlegungen, die hier sozusagen von verschiedenen Seiten beleuchtet werden, nämlich nach dem Praxis-Theorie-Verhältnis, nach dem Verhältnis von philosophischer Reflexion und politischer Praxis, aus seiner Perspektive kommentieren. Und wir wollen dann gemeinsam mit Ihnen auf dem Podium untereinander in die Diskussion kommen, um einfach zu schauen, was können wir aus diesen Überlegungen für unsere eigene politische Praxis, aber auch für unsere philosophische Reflexion und deren wechselseitige Durchdringung lernen. Ich freue mich auf einen sehr interessanten Abend mit Ihnen, mit euch allen und möchte dann dem Jan das Wort übergeben, mit einer kleinen Bitte verbunden. Ich lasse eine Teilnehmerinnenliste durchgehen.
Die brauchen wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung bei solchen Projekten immer für die Projektabrechnung und Projektdarlegung. Da wir eben mit öffentlichen Mitteln finanziert werden für unsere Bildungsarbeit, brauchen wir da eben diesen Nachweis. Würde ich euch bitten, sich einzutragen. Besteht auch die Möglichkeit, für unseren Newsletter die E-Mail-Adresse oder Postadresse anzugeben. Dann werden Sie immer rechtzeitig über Veranstaltungen wie heute Abend informiert. Ja, Jan, ich bin sehr gespannt und freue mich auf einen spannenden Abend mit euch allen. Aufregend. Ja, ganz herzlichen Dank, Alex. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich einlösen kann, was du gerade angekündigt hast. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir in der Vorbereitung dieser Veranstaltung uns überlegt haben, wie ziehen wir das am geschicktesten auf, dass es dann auch zu einer Diskussion kommen kann. Erst die Frage, können Sie mich verstehen? Falls ich zu schnell spreche, falls einer von uns zu schnell spricht oder irgendwie wir anfangen zu lispeln oder zu nuscheln oder so, dann winken Sie, dann korrigieren wir das schnellstmöglich. Wir haben uns das also so vorgestellt, dass wir nun anfangen mit drei kleinen Statements, die irgendwo zwischen 10 Minuten und einer Viertelstunde dauern, die Sie, wenn Sie wollen, bitte nicht so auffassen mögen, dass wir damit jetzt schon irgendwie starke Thesen raushauen wollen, sondern die eher den Charakter haben sollen, aus unserer Sicht ein bisschen das Feld zu bereiten, um zu sehen, worüber wir dann diskutieren können. Das sind teils Sachen, die uns selber fraglich sind. Das sind teils Fragen, die wir Michael haben, der dann dazu was sagen kann. Und das sind aber, glaube ich, auch Fragen, von denen es nicht nur für uns, sondern insgesamt ganz allgemein interessant ist, wenn wir darüber gemeinsam ins Gespräch kommen. Und der Part, der mir zufällt, ist eben genau dieser Part, dass ich anfange mit der Frage, was soll das eigentlich heißen, dass Philosophie politisch ist? Das ist ja so eine Floskel, die immer wieder kommt. Gerade war die Rede von dem bekannten Zitat von der Theorie, die die Massen ergreift. Und das ist sozusagen das, womit ich einsteigen möchte. Es findet sich in der Einleitung des Bandes, die wir gemeinsam geschrieben haben, ein kleines Zitat. Da heißt es, es gehe nicht nur uns, sondern im, wenn man so sagen kann, bisherigen Werk von Michael immer um die grundlegende Selbstverständlichkeit, dass die Philosophie, das Nachdenken über unsere Praxis, irreduzibel gesellschaftlich, das heißt als sprachlich vermittelt und als politisch geformt zu begreifen ist. Und das ist ja so ein bisschen, wenn Sie so wollen, so eine Art von Catchphrase, die eher ein Problem markiert, als wirklich schon eine Lösung vorstellt. Ich frage also, was könnte damit gemeint sein, so etwas wie eine politische Praxis der Philosophie? Und in der ersten Annäherung würde ich vorschlagen, könnte man ja vermuten, dass damit tatsächlich erstmal eine Selbstverständlichkeit gemeint ist. Also, Philosophinnen und Philosophen machen etwas, nämlich üblicherweise das, was ihnen von der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zugeschrieben wird. Sie bilden Lehrerinnen und Lehrer aus, sie schreiben, sie resonieren, sie lassen sich als Experten und Expertinnen zu gewissen Problemen befragen, sollen Einschätzungen dazu geben und so weiter und so fort. Sie sind also in einer gesellschaftlichen Situation. Philosophie ist gesellschaftlich. Zweitens, noch mehr als andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun Philosophinnen und Philosophen das, was sie machen, so, dass sie dabei miteinander diskutieren. Jedenfalls idealerweise reden sie miteinander. Sie schreiben Bücher, sie tauschen Aufsätze aus. Das ist eine Selbstverständlichkeit, Philosophie ist sprachlich. Und man sollte, scheint mir, das dann eigentlich gar nicht eigens erwähnen müssen, dass das so ist. Wer weiß, was Philosophie ist, weiß auch schon, dass sie gesellschaftlich ist und dass sie sprachlich ist. Und wer nicht weiß, was Philosophie ist, dem ist überhaupt nichts damit geholfen, wenn man sagt, pass auf, Philosophie ist sprachlich und sie ist gesellschaftlich. Es trägt sozusagen erstmal nichts bei. Mir scheint, dass sich das ändert in dem Moment, wenn man den dritten Aspekt mit hinzuzieht, wenn man also fragt, was heißt es, dass Philosophie politisch ist. Mir scheint, dass diese Charakterisierung tatsächlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass das nichts ist, was man einfach schon weiß, wenn man eine ungefähre Ahnung davon hat, was Philosophinnen und Philosophen so treiben, sondern damit scheint mir ein Problem markiert zu sein, und zwar das Problem, wie sich die Rolle des Nachdenkens verhält zu den Konflikten unseres Zusammenlebens. Und das ist zugleich ein Problem, das macht es besonders spannend für den heutigen Abend, denke ich, das sich in unterschiedlicher Weise stellt für diejenigen, die als Philosophinnen und Philosophen unterwegs sind und diejenigen, die das nicht sind, sondern die sozusagen außerhalb von so etwas wie einer klassischen Vorstellung von Philosophie über sich und ihr Leben nachdenken. Vielleicht könnte man die Sache sogar noch zugespitzter ausdrücken, man könnte nämlich sagen, dass Philosophieren politisch ist, ist gerade nicht nur ein Problem innerhalb der Philosophie einerseits, und andererseits ein Problem, das von außen an Philosophinnen und Philosophen herangetragen wird. Sondern man könnte sagen, dass zu fragen, was es heißt, dass Philosophieren politisch ist, gar nichts anderes ist, als sich darüber zu wundern, dass Philosophie so komisch auseinanderzufallen scheint in
einerseits ein innerhalb der Philosophie, andererseits ein außerhalb der Philosophie. Die Frage, was damit gemeint ist, nichts anderes ist als eine Umformulierung des ja gar nicht selbstverständlichen Umstandes, dass wir gewohnt sind, immer zu unterscheiden zwischen auf der einen Seite die Philosophen und auf der anderen Seite irgendwie alle anderen. Man könnte mal fragen, warum ist das eigentlich komisch? Warum sollte man sich darüber wundern? Es ist ja so, dass seit alters her wir es gewohnt sind, dass Philosophie eigentlich eine privilegierte Angelegenheit ist. Ich erinnere da einfach nur ganz kurz, die meisten von Ihnen werden das kennen. In Platons Staat argumentiert Sokrates, dass es eigentlich eine prima Sache wäre, wenn der Staat von den Philosophen geleitet würde, wenn also die Philosophen den Staat regieren. Sokrates meint das so, dass er sagt, um regieren zu können, braucht man bestimmte Kompetenzen, muss man Bestimmtes können. Es sollte nicht jeder regieren. Und ausgehend darüber, was er sich überlegt, was man dafür können sollte, nennt er die, die das können, Philosophen. Klassischerweise, also in den letzten 2.500 Jahren Philosophiegeschichte, ist dieses Argument immer umgedreht worden. Nämlich so umgedreht worden, als würde Sokrates wissen, was Philosophen sind. Und denen dann die Kompetenz zuschreiben, dass nur weil sie Philosophen sind, sie also auch regieren können. Eigentlich funktioniert das Argument andersrum. Aber es ist natürlich viel einfacher zu sagen, naja, meine Güte, wenn da schon Leute sind, die sich Philosophen schimpfen, dann können die doch wohl auch regieren. Notorisch wird das dann immer Platon in die Schuhe geschoben, dass gesagt wird, er hätte so eine Vorstellung, dass man so regieren, dass Philosophen regieren sollten. Als wäre der Titel oder die komische Amtsbezeichnung Philosoph schon so etwas wie ein begründeter Autoritätsanspruch. Und dieses Missverständnis, ich glaube, dass es ein Missverständnis ist, ist genau deswegen so pikant, weil es natürlich einen wahren Kern hat. Es hat nämlich den wahren Kern, dass Philosophie natürlich immer noch, jedenfalls noch, vorrangig an Universitäten gelehrt und gelernt wird. Das ist die Ausbildung von Philosophinnen und Philosophen nicht anders als die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, immer noch verknüpft ist und die Funktion hat, eine bestimmte Elitenreproduktion voranzutreiben, immer noch verknüpft ist mit bestimmten Aufgaben innerhalb des Gemeinwesens, was man daran sieht, dass Lehrerinnen und Lehrer einerseits, Philosophinnen und Philosophen andererseits wenigstens üblicherweise immer noch direkt verknüpft sind mit einer staatlichen Anstellung. Also wer bezahlt uns dafür, dass wir philosophieren? Wer bezahlt die Lehrerinnen und Lehrer unter Ihnen dafür, dass sie Schülerinnen und Schüler unterrichten? Das Gemeinwesen selbst. Es liegt also nahe, die Frage danach, was es bedeutet, dass Philosophie politisch sei, so zu beantworten, dass man sagt, Philosophie beruht ganz faktisch immer schon auf einer solchen Unterscheidung zwischen Philosophen und Nichtphilosophen. Und zwar deshalb, weil diese Unterscheidung zwischen Philosophen und Nichtphilosophen direkt Machtfragen, Statusfragen, und zwar Machtfragen institutioneller Art, tangiert. Mir scheint es interessant zu sein, weil, wenn man so argumentiert, man natürlich eine bestimmte Richtung einschlägt. Man legt den Finger in die Wunde, indem man sagt, da besteht eine Trennung zwischen Philosophinnen und Philosophen, eine Unterscheidung. Und man legt den Finger sozusagen von außen kommend in die Wunde. Man problematisiert etwas. Das ist sozusagen der klassische Sinn von Kritik. Es wird was unterschieden und es wird was zurückgewiesen. Und was zurückgewiesen wird, ist der scheinbare Anspruch, nur weil Leute mit dem Titel Philosophinnen und Philosophen auftreten, sei ihnen schon ein bestimmter Status zuzubilligen und sei ihnen schon eine bestimmte Kompetenz zuzubilligen. Man meint dann, Philosophen würden behaupten, und nochmal, pikant ist das, weil sie es tatsächlich häufig tun und wir uns ja darüber streiten können, ob sie sollten. Aber man meint, dass Philosophen behaupten würden, sie seien irgendwie besonders kompetent oder irgendwie anderweitig dazu bestellt, kundzutun, zum Beispiel, was gutes Regieren ist oder zum Beispiel, was moralisches Handeln ist oder was eigentlich Erkenntnis ist und was man im Umkehrschluss nicht erkennen kann. Und der kritische Weg, der von außen den Finger in die Wunde legt, hält gegen diesen Anspruch dagegen, Moment mal, könnte es nicht sein, dass ihr, die ihr da behauptet, ihr hättet diese Kompetenz, all das, wovon ihr behauptet, das sei eure Kompetenz, nur deswegen behauptet, weil ihr versucht, für euch das Beste herauszuschlagen. Übt ihr nicht, ihr Philosophinnen und Philosophen, eine subtile Macht dadurch aus, dass ihr behauptet, ihr könntet vorgeben, wie wir denken und handeln sollen? In diesem Sinne könnte man sagen, ist Philosophie politisch, weil Philosophinnen und Philosophen, wenn man sie so anschaut, eine bestimmte politische Funktion realisieren. Und man hat wenigstens scheinbar damit den rationalen Anspruch der Philosophie enttarnt. Nämlich gesagt, alles das, was ihr als Rationalitätsanspruch vor euch hertragt, ihr Philosophinnen und Philosophen, ihr Stellvertreter der Vernunft, ist eigentlich nichts anderes
als eine schöne Bemäntelung für einen knallharten Macht- oder Herrschaftsanspruch. Und das ist Ihnen bekannt, man kann das dann leicht mit einer gewissen Akademismuskritik verknüpfen. Man kann sagen, na, ihr, die ihr an den Universitäten sitzt, habt natürlich ein Interesse daran, etwas Bestimmtes als Philosophie zu proklamieren, einfach deswegen, weil es euch an der Universität so gut gefällt. Das ist ein gewisser Schutzraum, es ist gewissermaßen außerhalb der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und so weiter und so fort. Also, man sagt, warum sollte Philosophie eigentlich einen Selbstzweck haben? Und man meint, Selbstzweck sei nichts anderes als die Behauptung, man müsse das bewahren, weil man Privilegien sichern will. Darauf weise ich nur deswegen hin, du hast es in der Einleitung schon gesagt, Selbstzwecke haben ja heute keine gute Presse. Mir scheint das nicht so ohne weiteres klar zu sein, warum das so ist, aber mir scheint das, wenn man so argumentiert, wenn man sagt, wir wollen eine Gesellschaftstheorie, die kein bloßer Selbstzweck ist, dann steckt dahinter genau diese Art, an die Sache heranzugehen, indem man sagt, Moment, Selbstzwecke sind komisch, wenn ihr behauptet, ihr Theoretiker, dass eure Theorie ein Selbstzweck sei, dann wollt ihr damit eigentlich nur bemänteln, dass ihr Theorie zu ganz anderen Zwecken macht, nämlich euer gelingendes, gutes Leben. Und deswegen fordern wir jetzt, dass es kein Selbstzweck sein soll. Ich wiederhole das einfach nochmal. Mir scheint die Sache wirklich verwickelt zu sein. Deswegen, weil ich hier gerade vorführe, dass ich glaube, dass es sich dabei um ein Ressentiment, um ein Vorurteil handelt. Aber um ein Vorurteil, das blöderweise etwas trifft. Und deswegen kann man sich als Philosophin oder Philosoph, können wir uns natürlich nicht damit beruhigen, dass wir einfach solche Anwürfe von außen, solche kritischen Bemerkungen von außen zurückweisen, indem wir sagen, naja, das sind sozusagen die zu kurz gekommenen, die sich jetzt auf die Hinterfüße stellen und uns irgendwie unsere Privilegien wegnehmen wollen. Denn in der Tat ist das, jedenfalls in der Art, wie wir Philosophie betreiben, ein ganz wesentlicher Punkt an der Sache. Wir haben ein verhältnismäßig gutes Leben. Es sollte aber ebenso klar sein, dass es im Umkehrschluss keine richtig gute Reaktion wäre auf den Vorwurf, die Selbstzweckideologie diene zum Beispiel nur dem Sichern eigener Privilegien, so zu reagieren, dass man nun fragt, was für einen Zweck kann denn die Philosophie ganz konkret für uns erfüllen? Und wieder, das ist eine verwickelte Lage, denn ich spreche hier natürlich als Philosoph. Das heißt, Sie müssen mir glauben, dass es mir gerade nicht darum geht, mit meiner Argumentation nur meine Privilegien zu schützen. Auch wenn ich natürlich in der Lage bin, dass ich sozusagen das immer stärkere Auftreten dieser Selbstzweck ist keine gute Sache-Vorstellung tatsächlich problematisch und bedrohlich finde. Der entscheidende Punkt scheint mir nur zu sein, der Umstand, dass ich persönlich das bedrohlich finde und wir das bedrohlich finden, ändert natürlich daran, dass das vielleicht kein gutes Argument ist, gar nichts. Also, der Umstand, dass ich überhaupt nicht als Unbeteiligter spreche, ist nicht das, was meine Überlegung, denke ich, mehr oder weniger überzeugend macht. Das ist nur das, was es für uns alle so schwierig macht, zu sehen, was da an diesen Überlegungen überhaupt sachlich dran ist. Nun habe ich bislang, ich muss mich ein bisschen beeilen, bislang die Rede davon, dass Philosophie politisch ist, ja nur von der einen Seite, sozusagen nur von der von außen kommenden Seite betrachtet, nämlich als den kritischen Einwand. Der kritische Einwand, was ihr vernünftig nennt, ist eigentlich politisch, nämlich Ausdruck von Interessenskonflikten und Macht. Nun ist dieser von außen kommende Einwand, wenn man ihn genau anschaut, gar kein von außen kommender Einwand, sondern es ist ein philosophischer Einwand. Das ist schon ein Einwand, der von Philosophinnen und Philosophen formuliert wird. Es zeigt sich nämlich, dass die Kritik an einer bestimmten Vorstellung von Philosophie als eines interessegeleiteten Herrschaftswissens ja überhaupt nur Sinn macht im Lichte der Vorstellung, dass Philosophieren gerade kein Herrschaftswissen sein soll, sondern dass, mit einer Formulierung von Antonio Gramsci, den du gerade schon genannt hast, man daran festhalten muss, dass natürlich jedermann ein Philosoph. Philosophieren, so diese Vorstellung, ist dann gerade nicht, jedenfalls nicht nur, das Wälzen einer Ideengeschichte oder das Aufstellen autoritärer Behauptungen mit Bezug auf alte, tote Männer, sondern eine bestimmte Art und Weise des Nachfragens. Wäre die Behauptung immer dann, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich Wissen oder was sagen wir eigentlich, wenn wir sagen, es sei gut oder schlecht, so oder so zu handeln. Wie funktioniert das, wenn wir so reden? Immer dann, wenn wir uns diese Frage stellen, und zwar wir alle, dann sprechen wir als Philosophinnen und Philosophen. Und solches Nachfragen unterscheidet sich, ich denke ersichtlich, von anderen Arten des Nachfragens, zum Beispiel von dem Fragen, wie kommt es zustande, dass erst dieser Zustand war und dann jener Zustand. Und es unterscheidet sich dadurch, dass man nicht einfach schauen oder testen kann, warum zum Beispiel eine Behauptung darüber, was eigentlich Wissen ist oder wie es eigentlich funktioniert, dass wir ein Handeln als gut oder schlecht beurteilen,
man nicht einfach schauen kann, ob unsere Behauptungen richtig sind. Und warum nicht? Weil man von der Beantwortung solcher Fragen ja allererst abhängig machen muss, ob die Frage, die man sich da vorlegt, überhaupt auf so eine Weise zum Beispiel überprüft oder bedacht werden kann. Also spielerisch formuliert, ob die Behauptung, dass Wahrheit so etwas ist wie die Übereinstimmung von Vorstellung und Sachverhalt. Also die klassische Theorie der Wahrheit. Ne? Ein Satz ist wahr genau dann, wenn es sich so verhält, wie der Satz sagt. Der Satz, draußen schneit, es ist wahr genau dann, wenn es draußen schneit. Wie überprüfe ich, ob der Satz wahr ist? Na, ich gucke, ob es schneit. Wenn es draußen schneit, sehe ich, aha, der Satz ist wahr. Wenn es draußen nicht schneit, ist der Satz falsch. Was ist dabei investiert? Dabei ist schon investiert die Vorstellung, dass ich Wahrheit genauso überprüfen kann, dass das so funktioniert. Das heißt aber, dass ich die Frage, wie funktioniert eigentlich Wahrheit, nicht eigens selbst so überprüfen kann, indem ich gucke, wie Wahrheit funktioniert. Denn das Gucken, wie Wahrheit funktioniert, nämlich zu behaupten, ich habe da einen Satz, der sagt, es sei so, und dann schaue ich, ob es auch wirklich so ist, das ist ja genau das, worüber ich mich beunruhige. Das ist ja genau das, was in Rede steht, was da fraglich ist. Solche Fragen kann ersichtlich jeder von uns mitbedenken. Das sind keine Fragen, für die wir sozusagen ausgebildete Philosophen oder Philosophen brauchen, sondern das sind Fragen, die einem jederzeit problematisch werden können, die einem jederzeit rätselhaft vorkommen können. Dann, wenn man sich fragt, funktioniert eigentlich mein Nachdenken über das Gute genauso wie mein Nachdenken darüber, ob es draußen schneit. Die philosophische Ausbildung, also das Studium der Philosophie, das Ablegen von Prüfungen, bestimmtes Wissen über Ideengeschichte oder so, kann dabei helfen, kann aber eigentlich nur dabei helfen, dass man nicht das Rad immer wieder neu erfindet. Wenn aber, und das ist sozusagen der Kicker, wenn jedermann ein Philosoph ist, dann kann natürlich der Einwand, dass Philosophie politisch ist, nicht so verstanden werden, dass man sich darauf beschränkt, nur von außen bestimmte Ansprüche von Philosophinnen und Philosophen aufzudecken. Dann würde man das machen, dann wäre genau dieser Einwand, den man von außen heranträgt, selber problematisch. Wenn er ein philosophischer Einwand ist, dann wäre er selber nichts anderes als Ausdruck eines solchen Ressentiments. Natürlich kann man sowas machen, man kann Überlegungen des Nietzsche-Typs, man kann sowas immer machen, aber wenn man das zu lange macht, dann weiß man einfach nicht mehr, wie man redet. Und das ist genau das Problem, das entsteht, wenn der von außen kommende Einwand, dass Philosophie doch nur politisch sei, sozusagen im Inneren der Philosophie aufgenommen werden soll. Wenn also wir Philosophinnen und Philosophen anfangen, darüber nachzudenken, ob denn unsere Philosophie und wie unsere Philosophie die Massen ergreifen soll. Man kann dann sagen, stimmt, Philosophie ist nur politisch. Und dass sie nur politisch ist, heißt, dass sie nur betrieben wird, um einen bestimmten Nutzen zu erfüllen. Aber sollen wir dann das, was wir da machen, also die vernünftigen Überlegungen, die wir zur Diskussion stellen, sollen wir die selber nur danach beurteilen, ob sie nützlich sind? Und ist das jemandem nützlich sein ein stimmiges Kriterium oder selber nur ein nützliches? Und das Problem ist, dass man aus dieser Verwirrung nicht mehr herausfindet, weil man ständig das, was man schon in Anschlag gebracht hat, kritisch ableugnen will. Man sägt sozusagen mutwillig an dem Ast, auf dem man denkerisch sitzt, und nennt das dann Kritik. Das würde heißen, in diesem Sinne scheint es mir schlicht Unsinn zu sein, zu sagen, dass Philosophie politisch ist oder politisch sein soll. Dann ist aber die Frage, inwiefern kann Philosophie sonst politisch sein? Ich habe jetzt darüber gesprochen, wie das, was Philosophinnen machen, immer politisch ist, weil man sich immer fragen kann, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext sie das tun. Wie also die Leute, die auftreten mit solchen Thesen, wie die selber verortet sind, was für Interessen die selber haben. Dass man gerade so fragt, verrät aber etwas. Es verrät nämlich, dass man eigentlich der Auffassung ist, dass Philosophie gerade nicht politisch in diesem Sinn sein sollte. Es verrät, dass man eigentlich davon ausgeht, dass das, was man da Philosophie nennt, tatsächlich sich an einem bestimmten Maßstab orientieren soll, den man näherungsweise als stimmige Argumentation, vernünftige Übereinkunft bezeichnen könnte. Und dass es also ein Problem ist, wenn jemand nicht auf Stimmigkeit, sondern eben nur auf seine Privilegien oder auf Nützlichkeit achtet. Und dass es ein Problem ist, wenn zum Beispiel eine Theorie der Gerechtigkeit nicht vernünftig ist, sondern nur so tut, als sei sie vernünftig, damit sie reale Ungerechtigkeiten rechtfertigen kann. Und ich habe weiter gesagt, ich glaube, man hilft sich in dieser Lage nicht, wenn man jetzt gleich, ob von außen
sozusagen gegen den Elfenbeinturm stürmt oder von innen als sowas wie schonungslose Selbstkritik so reagiert, dass man meint, also heißt sowas wie stimmig oder vernünftig immer nur politisch. Also sind alle vermeintlich vernünftigen Denkinstrumente immer nichts anderes als Machtinstrumente. Denn wer so argumentiert, argumentiert eben gerade nicht mehr. Verwechselt sozusagen eine bestimmte Weise, in der sowas auftritt wie Philosophie, mit dem, was die Sache eigentlich kennzeichnet. Wenn man aber sagen kann, was man aber sagen kann, und damit schließe ich, ist, dass Philosophieren in genau dem Sinne, in dem ich Ihnen das hier gerade vortanze, ne, das ist ja sozusagen so eine Art von Vorführen, was ich versuchsweise mache, uns zumindest etwas darüber verrät, wie wir uns zu den Bedingungen und zu den Gestalten unseres Zusammenlebens, also die Art, wie wir so zusammenkommen und nachdenken, verhalten. Es taucht darin auf, zum Beispiel, dass es sowas wie Arbeitsteilung gibt. Es taucht darin auf, dass es, und zwar nicht wegzuleugnen, Macht- und Interessenskonflikte gibt. Es taucht darin auf, dass Kriterien der Stimmigkeit, der Vernünftigkeit immer auch als Instrumente zu ganz unvernünftigen Zwecken auftauchen können. Und genau diese Bedingungen und Gestalten unseres Zusammenlebens zeigen sich darin, was uns einerseits als unhinterfragt gewiss und was uns andererseits als problematisch oder als skandalös ins Auge fällt. Und mir scheint in genau diesem Sinne, womöglich sogar erstmal nur in diesem Sinne, ist Philosophieren tatsächlich unmittelbar politisch oder diesem schwierigen Wort, es ist politisch geformt. Warum? Weil es im Allergrundsätzlichsten zusammenhängt mit der Weise, in der wir zusammenleben. Nur als Beispiel, denken Sie an die Idee des bürgerlichen Subjekts, denken Sie an die Idee der Autonomie, der Selbstgesetzgebung, denken Sie an die Idee der Freiheit. Das sind immer noch Figuren, die wir unbedingt brauchen, wenn wir darüber nachdenken, was es heißt, zum Beispiel gut zu handeln. Man kommt um diese Figuren nicht herum. Man muss, wenn man über gutes Handeln redet, was zu Freiheit und zu Autonomie und zu Subjektivität sagen. Und man kann darüber aber nichts sagen, weil genau diese Figuren erst auftauchen können zu einer Zeit, in der es so etwas wie eine bürgerliche Gesellschaft, ein bürgerliches Privatrecht und so weiter gibt. Dieses Licht, in dem sowas erscheint, gehört sozusagen direkt mit dazu. Und das scheint mir eine Antwort auf die Frage zu sein, inwiefern Philosophieren unmittelbar politisch ist. Aber, und das ist sozusagen der Pferdefuß, mit dem ich an Klaus weitergebe, das ist natürlich eine Art, das zu behaupten oder zu formulieren, die zunächst nur philosophisch interessant ist. So eine Art, die für uns, die wir uns mit solchen Grundlagenfragen interessieren, tatsächlich interessant ist. Man bemerkt, dass die Art und Weise, in der unser Nachdenken ganz grundsätzlich mit unserem Zusammenleben zusammenhängt, dass diese Art und Weise nicht irgendwie weggestrichen werden darf, wenn man Philosophie betreibt. Aber die Rede von einer politischen Praxis der Philosophie, die Frage nach so etwas wie sozialen Bewegungen, spielt darin überhaupt keine Rolle. Und das ist natürlich, glaube ich, einerseits ein vernünftiger Gedanke, andererseits ein Gedanke, der vielleicht so etwas wie einen enttäuschenden Klang hat, weil es heißt, dass sagen, inwiefern Philosophieren politisch ist, beinhaltet zu sagen, inwiefern Philosophieren zumindest nicht direkt und instrumentell zur Lösung ganz konkreter praktischer Fragen beiträgt. Das heißt, der erste Schritt, den ich präsentiere, ist derjenige, dass ich zurückweise, dass Philosophie in dem Sinne unmittelbar politisch ist, dass wir uns für die Lösung ganz konkreter Lebensfragen an die Philosophinnen und Philosophen wenden können, um zu sagen, Freunde, erklärt uns, wie wir das machen sollen. Und warum? Weil diese Art, sich an die Philosophinnen und Philosophen sozusagen ratsuchend zu wenden, nichts anderes als die Kehrseite dessen, was wir vorher kritisch zurückgewiesen haben. Die Kehrseite, dass wir sagen, nur weil einer sich Philosoph schimpft, sei er schon irgendwie befähigt oder berechtigt, uns zu sagen, wie wir leben sollen. Damit müssen wir jetzt weitermachen. Ja, ich nehme den Ball. Hallo? Ja, ich muss ein bisschen näher anstellen. Ich nehme den Ball mal insofern zunächst mal auf, in der Richtung eben wieder von der Vorstellung, dass Philosophen in irgendeiner Weise eine Instanz wären, an die man sich irgendwie wenden können soll oder kann oder die das gegebenenfalls auch zurückweisen. Aber ich gehe jetzt zu dem Verhältnis über von sozialen Bewegungen und dem philosophischen Reflektieren. Wenn man die Geschichte von Bewegungen betrachtet, die sich gegen hegemoniale gesellschaftliche Zustände richten, lässt sich leicht zeigen,
dass Rebellion, Bewegung, Widerstand und so weiter nicht per se für Emanzipation stehen. Auch aktuell lassen sich dafür viele Belege eben gerade wiederum finden. Man braucht also nicht erst auf die SA-Truppen zu verweisen. Beispiele dafür, dass sowohl ganze Bewegungen als auch Tendenzen innerhalb von Bewegungen einen regressiven oder reaktionären Charakter aufweisen, bis hin zu barbarischen oder faschistischen Eigentümlichkeiten, finden sich durch die ganze Geschichte der sozialen Bewegung hindurch und auch gegenwärtig. Jüngste Beispiele hier in Deutschland sind die gewalttätig xenophoben Hogesa-Demonstrationen oder die sogenannte Friedensbewegung 2014. Das ist ein Querfrontprojekt, das antisemitische und verschwörungstheoretische Weltbilder verbreitet. Oder eben gerade auch hier in Stuttgart mit den homophoben und sexistischen Demonstrationen gegen den Bildungsplan. Also finden sich auch Beispiele hier in Stuttgart. Jedenfalls ist die Hoffnung vieler links eingestellter Leute, dass allein schon deshalb, weil sich Menschen gegen die herrschenden Verhältnisse erheben, dies dann zugleich auch emanzipatorisch sei, nicht nur eine trügerische Hoffnung, sie ist meines Erachtens sogar äußerst gefährlich. Die Geschichte zeigt außerdem, dass es aus emanzipatorischen Gründen sehr Verhältnisse gegen Regression, Faschismus und andere barbarischen Bestrebungen zu verteidigen, auch wenn die bürgerlichen Verhältnisse weiterhin herrschaftsförmige und Ausbeutungsverhältnisse sind. Die grausame Barbarei des sogenannten Islamischen Staat im Irak und in Syrien, der Boko Haram in Nigeria oder der christlichen Terrormiliz Lord's Resistance Army in Uganda, die ja allesamt einmal aus sozialen Bewegungen heraus entstanden sind, bestätigen auf ihre Weise, dass wir als Teil einer Weltgesellschaft auch gegenwärtig immer wieder aufs Neue die Moderne mit ihren zivilisatorischen Errungenschaften zu verteidigen haben. Es ist also häufig notwendig, sich auf die Seite der bürgerlichen Gesellschaft zu stellen, um regressive Bewegungen so gut wie es geht zu bekämpfen oder ihnen zumindest Einhalt zu gebieten. Insbesondere gilt es mit Adorno darauf zu bestehen, dass Denken und Handeln so einzurichten sind, dass Auschwitz und Ähnliches nicht mehr geschehe. Gerade die jüngsten Beispiele der weltweiten Bewegungen untermauern des Weiteren die Dringlichkeit von Michaels Insistieren auf den Unterschied von sozialen und emanzipatorischen Bewegungen. In der Ankündigung zur heutigen Veranstaltung, Alex hat es ja gerade vorhin schon vorgelesen, ist Michaels Äußerung paraphrasiert wiedergegeben. Ich wiederhole es jetzt kurz nochmal. Es heißt dort, dass soziale Bewegungen einer ihnen entgegenkommenden bestimmten Theorieform bedürfen, wenn sie sich zu emanzipatorischen Bewegungen entwickeln wollen. Diese Theorieform ist eben die kritische Theorie. Allerdings wird von der Bewegungsseite aus den philosophischen Reflexionen und insbesondere der kritischen Theorie sehr oft vorgeworfen, sie verkapsle sich im akademischen Elfenbeinturm. Darauf hat Jan ja schon hingedeutet. Damit sind weitere Behauptungen verbunden. Zum einen, die kritische Theorie wolle von politischer Praxis eigentlich gar nichts wissen. Oder zum anderen, die kritische Theorie käme vor lauter pessimistischer Klage über die bestehenden Verhältnisse überhaupt zu gar keiner Form einer politischen Praxis. Oder sie wolle um der Reinheit ihrer Theorie willen sich im politischen Handgemenge nicht die Hände schmutzig machen. Um solchen Vorwürfen zu begegnen, die ja manchmal auch nicht so einfach von der Hand zu weisen sind, stellen sich nun folgende Fragen. Erstens, wie gestaltet sich das Verhältnis philosophischer Reflexion zu sozialen Bewegungen? Zweitens, welchen Ort nimmt die kritische Theorie in diesem Verhältnis ein? Mithin, wie organisiert sich die kritische Theorie selbst im politischen Raum des Handgemenges? Bevor ich auf diese Fragen näher eingehe, möchte ich zunächst mit einer anderen Frage beginnen. Woher kommt denn der Motor oder der Stachel, der den Reflexionsprozess der kritischen Theorie antreibt? Zum einen, so kann man antworten, aus ihr selbst heraus, nämlich aus einem ihrem selbstreflexiven Begreifen verpflichteten Wahrheitsanspruch.
Die binnentheoretischen, scheinbaren oder auch wirklichen Unwägbarkeiten des Arbeit des Begriffs, die Widerständigkeiten der theoretischen Gegenstände, mit denen die kritische Theorie es zu tun hat, treiben die Reflexion von innen her an. Auf der anderen Seite wird die kritische Theorie aber auch von außen her angestachelt. Sie bekommt ständig Impulse außerhalb ihres binnentheoretischen Reflexionsvorgangs. Nämlich zum einen seitens dem in der Gesellschaft kursierenden Ideologien, die ja zumeist handfester Natur sind, die beispielsweise in den ökonomischen oder institutionellen Organisationsformen manifestiert sind, wie etwa den konkreten Arbeitsverhältnissen. Und zum anderen seitens der Subjekte der Gesellschaft, den gesellschaftlichen Akteuren. Hinsichtlich dieser Akteure können wir einerseits diejenigen unterscheiden, die die Mittel zur Verfügung haben, die gesellschaftlichen Raumzeitverhältnisse maßgeblich zu gestalten. Von andererseits denjenigen Subjekten, die die Mittel nicht zur Verfügung haben, nämlich, wie man sie auch nennen mag, die Proletarisierten, die Enteigneten, die Marginalisierten, die Unterdrückten, die Prekarisierten, die Ausgebeuteten und so weiter und so fort. Sprich, all diejenigen, die unter den gegebenen Verhältnissen in irgendeiner Form leiden und keine Mittel haben, diese gesellschaftsursächlich zu beheben. Solange wir Menschen also an den gesellschaftlichen Verhältnissen leiden, solange es Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen gibt, kann die Gesellschaft nicht richtig eingerichtet sein. Und wer dies trotzdem behauptet, ist entweder ein konzeptiver Ideologe oder man kann auch sagen, liegt einfach falsch. Eine der grundlegendsten Untersuchungsfragen der kritischen Theorie lautet also, was läuft in der Gesellschaft falsch, dass so viele Menschen an ihr leiden und in ihr leiden vor allem? Mit dieser Frage ist die kritische Theorie zumindest punktuell schon mit sozialen Bewegungen verbunden, die sich ja gegen bestimmte Unterdrückungs- oder Ausbeutungsformen wenden, gegen je spezifische gesellschaftliche Gegebenheiten, an denen sie leiden. Dies tun sie aber zumeist sehr partikular. Oder im nicht-emanzipatorischen Fall setzen sie andere Unterdrückungsformen gegen die von ihnen jeweils identifizierten. Aufgrund ihrer Theorieform untersucht die kritische Theorie dagegen sowohl jenes konkrete Leiden als auch Unterdrückung im ganz allgemeinen Sinn. Ihre Untersuchungen und Reflexionen finden also in einer, man kann sagen, konkret allgemeinen Weise statt. Damit kommen wir zur nächsten Frage, nämlich in welcher Form sich eine kritische Theorie zu sozialen Bewegungen oder deren Praxis bzw. zu deren Emanzipationsbestrebungen verhalten soll oder überhaupt in einem emanzipatorischen Sinne verhalten kann. Zunächst gilt es, die folgenden Fallstricke der Theorie-Praxis-Beziehung zu vermeiden. Erstens die eben schon erwähnte Position der Philosophenkönige, die immer schon, also diese vermeintlichen Philosophenkönige, die immer schon meinen, zu wissen, was die richtige Praxis sei, die dann den Bewegungen Vorschriften machen und sich elitär und arrogant über die praktischen Emanzipationsbestrebungen erheben. Jan hat dieses Problem vorhin ja schon angesprochen und auch dieses Missverständnis, das da bezüglich der Philosophie oft aufkommt. Dann zweitens der gegenteilige Extrempol, nämlich die attentistische Position. Attentismus bezeichnet eine passiv abwartende Haltung, eine Handlungsabstinenz. Der Attentismus ist eine Haltung, die sich entweder aus den praktischen Bewegungen zurückzieht oder eine Haltung, die sich bloß beobachtend zu diesen Bewegungen verhält, weil sie meint, dass jegliches Einmischen das zarte Pflänzchen der Emanzipationsbestrebungen zunichte machen würde. Eine weitere Form des Attentismus ist die sogenannte kritische Kritik. Das ist eine Haltung, die, wie Georg Lukács es einmal sagte, sich in einem Grand Hotel am Abgrund einrichtet und darüber philosophiert, dass man doch eh nichts machen könne, weil keine emanzipatorischen Bestrebungen in Sicht seien. Eine pessimistische Haltung im Grand Hotel am Abgrund zu pflegen, wird der kritischen Theorie gerade von aktionistischer Seite sehr oft vorgeworfen. Dagegen ist nochmals mit Michael auf das notwendig verstrengte Wechselverhältnis von kritischer Theorie und Bewegung zu bestehen. Auf der einen Seite das Angewiesensein der Bewegungen auf kritische Theorie, wenn ihr Bewegungsbegehren einen vernünftigen und emanzipatorischen Charakter haben soll.
oder beziehungsweise diesen aus sich heraus reflektieren können soll. Für die kritische Theorie bedeutet dieses Wechselverhältnis auf der anderen Seite, dass sie sich bewusst und selbstbewusst in irgendeiner noch genauer zu bestimmenden Form ins Verhältnis zum politischen Handgemenge zu setzen hat. Für ihre Daseinsweise ist dies notwendig, um sich auch wirklich als kritische Theorie reproduzieren und entwickeln zu können. Aber in welcher Art und Weise soll und kann die kritische Theorie dies tun? Zunächst ist davor zu warnen, dass die kritische Theorie dies in einem sich der Bewegungspraxis anbiedernden Sinne tut. Denn sehr oft gilt es, wie eingangs gesagt, die emanzipatorischen Potenziale der bürgerlichen Gesellschaft zur Not auch gegen soziale Bewegungen hervorzuheben oder gar zu verteidigen. Es gilt also, Anbieterei und Voluntarismus zu vermeiden. Der Voluntarismus zeigt sich oft in der aktionistischen, taktizistischen und spontaneistischen Variante. Dahinter steht zumeist eine revolutionäre Ungeduld. Es lauert die Gefahr einer Haltung, die vor lauter Aktionismus keine Zeit mehr für theoretische Reflexionen übrig lässt. Oder wenn dann doch, dann ist die theoretische Reflexion der Praxis nachgeordnet. Sie fungiert als bloßes Anhängsel, das zumeist als Rechtfertigung des Aktionismus dient oder bloß kosmetische Korrekturen an der politischen Praxis vornimmt. Vereinfacht gesagt, in dieser Variante wird zuerst gehandelt, bevor gedacht wird. Aktionen über alles. Es scheint, als bliebe der kritischen Theorie vielleicht nur noch die Variante, Öl dahin zu bringen, wo Feuer ist. Das heißt beispielsweise, die sprachlichen Ausdrucksmittel und Denkformen bereitzustellen, die im Kampf gegen unterdrückerische Gesellschaftsverhältnisse als Waffen sowie als organisatorische Kommunikationsmittel fungieren können. Man beachte dabei zunächst Folgendes. Jene metaphorische Formulierung, die von Guy Debord stammt, lautet nicht, Feuer dahin bringen, wo Öl ist. Es geht also nicht darum, zu zündeln oder Feuer zu legen, etwa in dem Sinne, dass die als irgendwie passivisch erachteten Subjekte über die Brücke zur Wahrheit oder zur Revolution geführt werden sollen. Denn das wäre ja wieder ein elitärer Voluntarismus. In jener Metapher steckt zudem, dass wo kein Feuer vorhanden ist, das Öl überhaupt nichts bewirken kann. So sympathisch die Formel auf den ersten Blick wirkt, lauert in ihr aber dennoch das Problem des Avantgardismus, das sie nicht vermeiden kann, obwohl Guy Debord das selbst eigentlich gewollt hatte. Die Frage, die sich für die kritische Theorie also weiterhin stellt, wie lässt sich eine elitäre Position vermeiden? Würde die Avantgarde-Position in Kauf genommen, dann würden wir, ob gewollt oder ungewollt, wieder in die Nähe des Philosophenkönigtums landen. Die Vorstellung einer Avantgarde-Partei als adäquate Organisationsform der Unterdrückten und Ausgebeuteten hat sich in der Geschichte der Klassenkämpfe zu Genüge selbst diskreditiert, egal in welcher Variante, sei dies in jakobinistischer, leninistischer, trotzkistischer oder maoistischer Form. Solche Varianten, aber auch die syndikalistischen oder rettistischen Organisationsformen sind meines Erachtens heutzutage noch viel weniger praktikabel, wenn man bedenkt, dass immer mehr Menschen unter Burnout, psychischen Angstzuständen und Depressionen leiden, insbesondere in den Zentren mit sehr hoher Arbeitsproduktivität aufgrund von Leistungsdruck und Zeitknappheit. Die Arbeitsintensität ist für diejenigen, die noch einen Job haben, immens hoch geworden. Und diejenigen, die keiner Erwerbsarbeit mehr nachgehen können, sind von vielen gesellschaftlichen Ressourcen ausgegrenzt. Auch sie leiden gerade darum sehr häufig unter depressiven Angstzuständen. Der Philosoph Byung-Chul Han hat jüngst zu Recht festgestellt, dass die Union weder aus denen aufbauen lässt, die sich für die Erfordernisse des Arbeitsmarkts zu Recht optimieren, noch aus denjenigen, die sich aus quasi freien Stücken als Selbstunternehmen begreifen. Aber noch viel weniger aus erschöpften und depressiven Individuen. Insofern ist es wohl äußerst schlecht, um einen aktiven, organisierten Widerstand gegen diese Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit bestellt. So scheint es zumindest. Der Neoliberalismus scheint auf ganzer Linie gesiegt zu haben, was es einer
ihrer, was wie einer ihrer zentralen Vertreter, nämlich Milton Friedman, einmal so ausgedrückt hat. Dieser sagte schon vor längerer Zeit aus Unternehmerperspektive, wenn es so etwas wie einen Klassenkampf überhaupt gegeben hat, dann haben wir gesiegt. Zitat Ende. In der Tat scheint die revolutionäre Massenbewegung in unseren weltweiten Industriemetropolen nicht mehr möglich zu sein, wie Hahn letztlich übereinstimmend mit Friedman festgestellt hat. Ihre Bedingungen scheint, ich sage immer wieder scheint, aus den eben erwähnten Gründen gar nicht mehr gegeben. Für eine aktuelle Theorie stellen sich diesbezüglich nun folgende Fragen, die ich abschließend nennen möchte. Wenn es also gesellschaftliche Bereiche und Verhältnisse gibt, aufgrund derer die Menschen leiden und diese genau aufgrund ihres Leidens eben gar nicht mehr in der Lage sind, aktiv widerständig zu sein, dann kann sich auch keine soziale Bewegung ausbilden, die sich gegen eine solche gesellschaftliche Entwicklung wendet. Was bedeutet dies dann für die Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen insgesamt? Was ergibt sich aus dieser Diagnose für die reflexive Praxis der kritischen Theorie? Wenn also die kritische Theorie auf Impulse aktiver Bewegungen notwendig angewiesen ist und diese entweder einen unauflösbaren regressiven Charakter annehmen oder zunehmend verschwinden, was bedeutet das für die Daseinsweise der kritischen Theorie dann selbst? Mit dieser nun vorerst vielleicht doch etwas pessimistischen Fragerichtung, mit der ich nun wahrscheinlich das Ressentiment einer kritischen Kritik eines philosophischen Grand Hotels am Abgrund erst recht gefüttert habe, gebe ich das Wort an Ruben weiter, der uns hoffentlich aus diesem Schlamassel herausziehen kann. Soweit mein Eingangsstatement. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, ja, jetzt sitze ich im Schlamassel, habe ich mir auch selber eingebrockt. Also Klaus, also am liebsten würde ich einfach mit einem Pop-Zitat das Schlamassel mal auflösen, das du da theoretisch produziert hast. Und also ich weiß, dass du Knarr Frellem kennst, ich weiß, dass du ihn magst und von ihm gibt es eine sehr schöne Songzeile, Move your ass and your might will follow. Also ganz vulgär, beweg deinen Arsch, dann kommt dein Kopf schon hinterher. Damit hätte ich ja deine Position als die von einem kritischen Kritiker markiert und meine eigene als die von dem, was man vielleicht bezeichnen könnte, als von einem klassischen Bewegungslinken, also als jemand, der nicht resoniert, sondern tatsächlich was bewegt. Und ich würde dann damit aber auch eine, wie von Jan am Anfang ausgeführt wurde, klassische ressentimentgeladene Position des akademisch zu kurz gekommenen bedienen. Und vermutlich damit auch dem weit verbreiteten Syndrom des Anti-Intellektualismus, dessen Begehren es ist, sein Feuerchen des Ressentiments stets geschürt haben zu wollen, mit einer gehörigen Portion Öl versorgen. Also der eigentlich weit verbreiteten Vorstellung, dass Philosophinnen in ihrem Elfenbeinturm eigentlich nur reden und nichts tun, das ist es, glaube ich, bei euch beiden auch schon aufgetaucht und uns allen bekannt. Aber was habe ich denn eigentlich gemacht? Also indem ich dieses Pop-Zitat verwendet habe, habe ich ja argumentativ nichts gewonnen. Das Problem bleibt ja nach wie vor bestehen. Ich habe also das formulierte Problem, dem bin ich mit einem Zitat begegnet, das ich einfach autoritativ aufgerufen habe und habe dieses Problem in scheinbar ironischer Form diskursiv erledigt. Also die Argumentation abgebrochen mit dem Verweis auf die Autorität, in dem Fall eines Künstlers, ohne dass wir überhaupt aus dem Schlamassel rausgekommen wären. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht die Aufgabe, aus dem Schlamassel direkt rauszukommen, sondern das Schlamassel erstmal noch ein bisschen zu vertiefen, vielleicht sogar historisch noch tiefer in das Schlamassel einzutauchen. Und zwar genau, indem wir Autoritäten aufrufen oder vielleicht eine Autorität, einen alten, toten Mann, die Autorität schlechthin, wenn es um das Thema geht oder um den Teil geht, mit dem ich mich befasse, dem Kommunismus, mit Olle Karl Marx. Und ich werde dann jetzt mal ganz klassisch, weil Philosophen das machen, mir mal einen Satz von Marx anschauen, der ziemlich bekannt ist. Und zwar die 11. Feuerbach-These von Marx, die lautet ja bekanntlich,
Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Also nochmal. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Habe ich mich da jetzt gerade wiederholt? Habe ich mich irgendwie versprochen? Ist Ihnen euch die Differenz aufgefallen des zweiten Zitats zum ersten? Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Die erste Fassung lautete, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Und sind wir nicht genau mit diesem Aber, das in der zweiten Fassung auftaucht, sofort in der von Klaus und Jan vorgestellten Schlamassel-Situation angekommen, die einseitig auflösbar wäre, im Sinne eines dem Kopf folgenden Arsches, also meines postionischen Lösungsversuches. Bedeutet dieser Satz in dieser Form denn nicht genau, dass die Philosophinnen nur interpretieren, es aber darauf ankommt, etwas oder hauptsächlich irgendetwas zu tun, im radikalsten Fall der Interpretation der Fassung, zum Beispiel alles gegen die Brillenträger wie in Kambodscha zu tun, um die Schwätzer endlich mal an ihren gehörigen Platz zu verweisen. Vielleicht war dieses Verhaspeln ja auch nur eine gut oder weniger gut einstudierte Vorführung, eine Demonstration auch von der privilegierten Situation, in der ich mich hier befinde, wegen der ich zu euch sprechen kann. Und ich nutze die Position, die mir erlaubt wurde, um doch wieder nur als kritischer Kritiker auftreten zu können. Aber vielleicht will ich genau die Differenz des bis dahin von mir unterdrückten und ebenso schelmisch als erste Präsentation des Satzes des anderen verschwiegenen Satzes, der die Marxische Originalfassung war und erst viel später als solche veröffentlicht wurde und der ohne dieses Aber auskommt, herausarbeiten. Weil uns vielleicht diese Differenz noch weiter ins Schlamassel führt, und zwar ins Schlamassel der Geschichte. Führt sie uns denn nicht dazu, dass das Wörtchen Aber in der Geschichte der Arbeiterbewegung genauso eine Rolle gespielt hat, wie ich sie dargestellt habe, im Sinne von die Philosophen interpretieren doch nur, es kommt darauf an, was zu verändern. Also vor allem geht es nicht direkt darum, zur Frage nach der Rezeption der Geschichte der kommunistischen Bewegung, der Arbeiterbewegung. Und vor allem ist das Fehlen des Wörtchen Aber nicht immer auch wieder ein gemütlicher Vorwurf heutiger aufgeklärter Erzähler, die die Arbeiterbewegung nur als Moment der liberalen modernen Erzählung einspannen und der Modernisierung ansehen wollen und akzeptieren. Genau deshalb, weil sie die Differenzen dieser beiden Sätze vergessen, weil in der Rekonstruktion der Geschichte der Arbeiterbewegung nur zählt jene, die uns scheinbar in die Moderne geführt hat, während die andere Seite das Verderben, den Gulag ausdrückt. Wenn ich darauf insistiere, dass man die Differenz der beiden Sätze sich anschauen sollte, dann geht es unmittelbar darum, was immer wieder diskutiert wurde als das Theorie-Praxis-Problem, als das Problem des Verhältnisses von Theorie und Praxis. Kann es denn im emphatischen Sinne eine Praxis ohne Theorie geben? Gibt es irgendeine Form des Tuns, die nicht irgendwie auch immer schon theoretisch angeleitet ist, in dem Sinn, dass sich Theoreme und Ideologeme auffinden lassen, die unser Handeln dann anleiten? Wäre das nicht notwendig, den Satz so zu verstehen, dass die Interpretation notwendiges Moment der Veränderung ist? Ja, dass Interpretation selber Form der Veränderung ist, indem wir zum Beispiel solche Sätze interpretieren und nach ihren Konsequenzen fragen. Es geht also auch darum, wie wir in der Einleitung der Festschrift formuliert haben, dass die Geschichte der Arbeiterbewegung kritisch durch und aufgearbeitet werden muss und dass das immer noch ein Projekt ist, das ansteht. Also wir haben da geschrieben, die Kritik an anthropologischen und geschichtsphilosophischen Reflexionen der Arbeiterbewegung und ihre organisations- und bewegungspolitischen Folgen ist unverändert dringlich. Und das scheint mir ein notwendiges Moment und eine Voraussetzung zu sein, um überhaupt erstmal wieder sich dem Begriff des Kommunismus aneignen zu können. Und zwar eben nur dadurch, dass ein aktualisierter Begriff des Kommunismus ohne die Geschichte des realen Kommunismus nicht gedacht werden kann. Dann wäre auch die Marx-Engelsche Formulierung,
Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt, Ausgangspunkt einer notwendigen Reflexion über das, was wir als Kommunismus verstehen oder als kommunistisch verstehen, also das, was wir vielleicht als emanzipative soziale Bewegungen kennzeichnen könnten. Aus einer so gearteten Perspektive, dass der Kommunismus eben kein herzustellender Zustand ist, wie es immer gedacht wurde und nach wie vor gedacht wird, als das ureigenste marxische Projekt, ja, dem entgegenzuhalten, eine adäquate Rekonstruktion marxischer Theorie der Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, die nach wie vor in weiten Teilen aussteht. Als minimal normativer Punkt, von dem wir ausgehen könnten, den ich auch in die Diskussion jetzt stellen will, wenn wir akzeptieren, dass, wie es hier steht, der Kommunismus kein Zustand ist, der hergestellt werden soll, wie ist dann überhaupt noch mit einer geschichtlichen Perspektive umzugehen? Für mich ist die geschichtliche Perspektive dabei zu drehen und nach hinten zu verweisen, also nicht auf eine befreite gesagte Orientierungspunkt, an dem sich das politische Handeln zu orientieren und zu unterwerfen hätte und schon gar nicht mit einer vermeintlichen Gewissheit auf dem notwendigen Strom der Geschichte der Zukunft entgegenzuschwimmen, wie das in der geschichtsphilosophischen Konstruktion der marxistisch-leninistischen Variante des Kommunismus tatsächlich der Fall gewesen war. Vielmehr wäre vielleicht, um mit Walter Benjamin abzuschließen und die Diskussion zu eröffnen, daran zu erinnern, dass, wie er schreibt in seiner 12. geschichtsphilosophischen These, das Subjekt historischer Erkenntnis ist die kämpfende, unterdrückte Klasse selbst. Bei Marx tritt sie als die letzte Geknechtete, als die rächende Klasse auf, die das Werk der Befreiung im Namen von Generationen Geschlagener zu Ende führt. Dieses Bewusstsein, das für kurze Zeit im Spartakus noch einmal zur Geltung gekommen ist, war der Sozialdemokratie von jeher anstößig. Im Lauf von 3 Jahrzehnten gelang es ihr, den Namen eines Blanqui fast auszulöschen, dessen Erzklang das vorige Jahrhundert erschüttert hat. Sie gefiel sich darin, also die Sozialdemokratie, der Arbeiterklasse die Rolle einer Erlöserin künftiger Generationen zuzuspielen. Sie, also die Sozialdemokratie, durchschnitt ihr damit die Sehne der besten Kraft. Die Klasse verlernte in dieser Schule gleich sehr den Hass wie den Opferwillen, denn beide nähern sich an dem Bild der geknechteten Vorfahren, nicht am Ideal der befreiten Enkel. So. Also erstmal eine grundsätzliche Korrektur. Alex, du hast gesagt, Jan, Klaus und Ruben wären meine Schüler. Wenn das so wäre, dann hätte ich irgendwas grundsätzlich falsch gemacht. Ja? Schüler wie Jünger haben die Eigentümlichkeit, dass sie die Worte ihres Herrn und Meisters nachbeten. Das ist völlig uninteressant und belanglos und fatal. Aber trotzdem bin ich ja ein Lehrender. Ne? Also nicht nur, dass ich dafür bezahlt werde, sondern auch vom Anspruch her. Und dann ist mein Lehrgrundsatz, und da zitiere ich Marx, be renegade, follow me, sei Abweichler und folge mir. Es geht nicht. Wenn ich Abweichler bin oder wenn ich zum Abweichen aufgefordert werde, dann ist es sinnlos, gleichzeitig zu sagen, folge mir. Denn die Aufforderung ist ja Abweichen von dem, was ich als Lehrender an Thesen vertrete. Also sozusagen ein kompliziertes Verhältnis, dass der Schüler sozusagen zum Abweichen aufgefordert wird und mir folgen soll. Das Zitat ist natürlich nicht von Karl Marx, sondern von Groucho Marx. Es ist ein sehr lehrreiches Zitat und sollte sozusagen in den großen Zitatenschatz Eingang finden. Im Abweichen folgen kann aber dann eine sinnvolle Aufforderung sein, denn sozusagen das, was Philosophieren ausmachen sollte, ist,
nachfragen, ob das, was Alltagsüberzeugungen sind, wirklich Geltung hat, haben soll oder nicht. Wenn unsere Bundeskanzlerin im Anschluss an Margaret Thatcher immer wieder sagt, es gibt keine Alternativen, das berühmte Tina-Prinzip, sagt sie, wir brauchen über nichts nachzudenken, sondern unsere Wirklichkeit ist so determiniert, dass wir nichts anderes machen können, als sozusagen das, was faktisch gemacht wird. Abweichen meint genau das in Frage zu stellen und zu zeigen, dass es neben dem, was üblich ist, faktisch gemacht wird, auch noch jede Menge andere Möglichkeiten gibt. Und das ist eigentlich das, was das Philosophieren auszeichnet, über diese Möglichkeiten miteinander, untereinander zu streiten und dann vielleicht zu einer Einigung zu kommen, wie wir uns vorstellen könnten, unsere Welt zu verändern, es besser zu machen und bestimmte Ziele zu erreichen. Solche Widersprüche oder Widerspruchsverhältnisse wie die Aufforderung Be Renegade, Follow Me, die kennzeichnen in einer eigentümlichen Weise das, was das Philosophieren ausmacht. Mir ist das Philosophieren wichtiger als der Status des Philosophen. Mir ist das Philosophieren wichtiger als die doch eher disziplinäre Benennung Philosophie. Und Fußnote, im Deutschen haben wir die Möglichkeit, mit Substantiven zu arbeiten. Wie ich noch in die Grundschule gegangen bin, wurde mir beigebracht, also das war so kurz nach der NS-Zeit, da wurden ausländische Worte immer noch ausgemerzt. Man sprach also nicht von Substantiven, sondern von Dingwörtern. Und diese Dingworte sollten sozusagen die Dinge bezeichnen, die in der Welt einfach vorhanden sind. Und es gibt viele solcher Dingworte, die in der Philosophie verwendet werden, die in der Alltagssprache verwendet werden und den Eindruck erwecken, es gäbe sozusagen, weil es sich ja um Dingworte handelt, dann auch die Dinge, über die so gesprochen wird. Das Philosophieren ist aber entweder ein Verb oder ein substantialisiertes Verb. Das heißt, es ist die Benennung einer Tätigkeit. Und es macht schon einen Unterschied aus, ob ich sozusagen von der Tätigkeitsseite aus mich dem Philosophieren oder auch der Philosophie nähere oder sozusagen in dieser komisch substantivierten Art und Weise. Und ich möchte einfach nur daran erinnern, dass das Philosophieren in der schriftlichen Überlieferung, also sozusagen der schriftliche Anfang, den wir zufälligerweise vorfinden, durch die Texte, die durch die Jahrtausende sich erhalten haben, genau einen solchen Widerspruch benennt, dass nämlich jemand sich selbst aufgemacht hat und zugleich auf den Weg gebracht wurde, nämlich auf den Weg zur Göttin der Wahrheit. Also niemand setzt sich alleine aus sich selbst heraus in Bewegung, dadurch, dass er etwas tut oder indem er etwas tut, sondern das Eigentümliche ist, dass das Selbsttun auch gleichzeitig etwas ist, zu dem man gebracht wird, also einen Anstoß von jemandem oder etwas anderem erhält. Das könnte ein Hinweis darauf sein, was in der mehrfach zitierten Form sozusagen, dass die sozialen Bewegungen eine ihnen entgegenkommende Theorie brauchen und die Theorie eine ihnen entgegenkommende Bewegung braucht, dass das im Anfangen des Philosophierens schon immer vorhanden gewesen ist. Und jetzt muss ich aber doch eine Fußnote machen, weil das immer als Zitat von mir vorgestellt wird. Ich meine, bin mir sicher, dass ich das auch in der Publikation mit Beleg ausgewiesen habe. Das ist ein Zitat von Axel Honneth und nicht von mir. Und Honneth formuliert das immer wieder sozusagen bezogen auf kritische Theorie und das Verhältnis von sozialen Bewegungen und dem Projekt der kritischen Theorie. Heißt jetzt nicht, dadurch, dass es nicht von mir ist, ist es falsch, sondern ich habe sozusagen von einem von mir sehr wertgeschätzten Kollegen eine Überlegung aufgegriffen, die diese drei Herren so internalisiert haben, dass sie meinen, sie wären von mir. Ist ja auch nicht schlecht, aber stimmt halt nicht so. Das ist eine philologische Frage, das kennen wir. Okay.
Also das Philosophieren oder das Anfangen des Philosophierens ist dadurch eigentümlich gekennzeichnet, dass es ein aus sich selbst heraus etwas tun ist und gleichzeitig sozusagen einen Anstoß von außen braucht. Und der Anstoß von außen, das könnten sozusagen all die Probleme sein, mit denen nicht nur der Philosoph konfrontiert ist, sondern mit der jedermann, jede Frau konfrontiert ist und die sie anstößt sozusagen in einem bestimmten Bewegungszustand, den sie als Bewegung aber nur selbst vollziehen kann. Es gibt andere solche widersprüchlichen Formulierungen oder sich anscheinend als Widerspruch darstellende Probleme. Es war ein ganz großer Fehler innerhalb der kommunistischen Bewegung gewesen, dass die Theorie sich untergeordnet hat den Interessen und Anforderungen der Partei oder des Genossen Generalsekretär oder dass der Genosse Generalsekretär als Papst verstanden wurde, der auch mit einem Unfehlbarkeitsdogma ausgestattet war. Theorie darf sich sozialen Bewegungen oder darf sich Anforderungen, die an sie herangetragen werden, nicht einfach unterordnen. Wenn trotzdem gesagt wird, dass kritische Theorie sozusagen den Bezug, das Entgegenkommen, den Bezug auf und das Entgegenkommen von sozialen Bewegungen braucht, dann ist das schon eine Position der Abhängigkeit formuliert. Also dass das, was wir theoretisch machen, sozusagen abhängig ist von etwas, das außerhalb dieses theoretischen Bereiches ist. Aber sie ist abhängig in der Form der Unabhängigkeit. Der Anstoß, der von außen kommt, oder der Anschein von außen kommt, ist nicht eine Unterordnung unter die Interessen, die an die Philosophie herangetragen werden, dann von der Philosophie erfüllt werden müssten, sondern dieser Anstoß setzt sozusagen das Philosophieren in Bewegung und indem der Philosophierende, die Philosophierende sich in Bewegung setzt, ist sie unabhängig von diesem Anstoß. Also sie macht dann etwas, was sich nicht mehr unterordnet unter die Erwartungen, die an sie gestellt werden, sondern sie greift eine bestimmte Problemlage, eine bestimmte Erwartung auf, aber sozusagen in dem Durchdenken macht sie etwas aus dieser Problemlage, was nicht mehr einfach in dem Auftrag, den ein Philosophierender bekommen hat, sich erschöpft. Man müsste in dem Zusammenhang noch viele solche problematischen Beispiele diskutieren. Wenn mit Parmenides, von dem das Bild stammt, der Philosophierende sich auf den Weg zur Göttin der Wahrheit begeben hat, ist es ein Hinweis darauf, dass Philosophie oder Philosophieren und Wahrheit ganz eng miteinander zusammenhängen. Dass Philosophierende parteilich sind und parteilich sein müssen, nämlich für die Wahrheit. Und parteilich zu sein, ist etwas anderes wie parteiisch zu sein. Ja, parteiisch ist sozusagen die subjektive Entscheidung, ich möchte mit dieser Partei oder mit diesem Fußballclub die Wahl gewinnen oder Meister werden. Es ist sozusagen eine abhängige Position, eine nicht reflektierte Position. Parteilich zu sein und insbesondere parteilich für die Wahrheit zu sein, ist eine reflektierte Position. Parteilich bin ich aus Gründen heraus, aus Gründen, die jeder nachvollziehen kann oder in einer Auseinandersetzung. Das ist ja auch eine Eigentümlichkeit der Philosophie, es gibt keine falschen Begriffe. Wenn etwas ein Begriff ist, dann ist das, was ein Begriff ist, sozusagen notwendigerweise wahr. Wenn es nicht wahr ist, dann war es ganz einfach kein Begriff gewesen. Also falsche Begriffe gibt es nicht, sondern entweder Begriffe und dies sind, weil sie Begriffe sind, notwendigerweise wahr. Oder wir haben es eben nicht mit Begriffen zu tun. Und ich bleibe mal bei den alten Griechen, nicht weil dort schon alles gesagt worden ist, aber weil dort Punkte formuliert worden sind und unter den damals Philosophierenden diskutiert wurden, die heute zumindest in der akademischen Philosophie
kaum oder vielleicht auch keine Rolle mehr spielen. Das, worum der Streit sozusagen in der Perspektive auf Wahrheit geführt worden ist, das war der Streit um das Gemeinsame, das allen Gemeinsame und dem Partizipieren oder Teilhaben können an dem Gemeinsamen. Ja, also Sie finden bei Aristoteles in der nikomachischen Ethik immer wieder die Verknüpfung von den individuellen Zielen und Zwecken, die verfolgt werden, mit den gemeinsamen Interessen, die dann wiederum als gemeinsame Interesse von einer partikularen Institution wie dem Staat verfolgt werden. Das Gemeinsame ist sozusagen dasjenige, um das die Philosophierenden miteinander und untereinander streiten. Und dieses Gemeinsame betrifft nicht nur den institutionalisierten Philosophen, sondern jeder, der sich an diesem Streit um das Gemeinsame und an die Partizipationsmöglichkeiten, Teilhabemöglichkeiten des Gemeinsamen orientiert, interessiert, beteiligt, ist ein Philosophierender. Wenn das so ist oder wenn das zumindest eine Möglichkeit ist oder wenn es mein Verständnis von Philosophieren ist, dann muss das Wort Theorie, das ja auch mehrfach vorgekommen ist, problematisiert werden. Dann muss das Wort Philosophie in der Hinsicht problematisiert werden, ob es, weil Philosophie offenkundig theorieförmig betrieben wird oder betrieben werden soll, ob Philosophie eine Wissenschaft sei. Ja, und Edmund Husserl, einer der großen Neubegründer der Philosophie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hat genau diese These vertreten, dass Philosophie nur möglich sei als strenge Wissenschaft. Wenn sie strenge Wissenschaft ist, dann ist sie theorieförmig, dann gibt es vielleicht sogar Gesetze, dann gibt es vielleicht sogar Gesetze, die die historischen Verläufe determinieren. Dann können wir, weil wir als Philosophen um diese Gesetze der Geschichte wissen, auch sagen, was der nächste Zustand ist. Also das ist ja der Hintergrund des Problems, das Ruhm stark gemacht hat, Kommunismus als herstellbarer Zustand. Die Sozialdemokraten meinten zu wissen, dass es solche Gesetzmäßigkeiten gibt. Sie waren dann über der Überzeugung gewesen, weil es solche Gesetzmäßigkeiten gibt, brauchen wir nichts zu machen. Das, was gesetzförmig verläuft, ereignet sich von selbst. Also warten wir doch ab, bis der Sozialismus da ist. Macht die Sozialdemokratie bis heute erfolgreich? Oder also warten ist, dass sie darauf wartet, mag erfolgreich sein. Ob da noch jemand an den Sozialismus glaubt oder sich mit der Warteposition, die gut bezahlt ist, zufrieden gibt, ist eine andere Sache. Also, wenn Philosophie eine Wissenschaft ist, theorieförmig, vielleicht auch ein Gesetzeswissen hat, dann könnte es ja sein, dass der Philosoph, weil er um die Gesetze der Geschichte weiß, dann auch derjenige ist, der sagt, wo es lang geht. Platon, durchaus. Wenn nicht der historische Platon, dann zumindest einer der großen Platonisten, die sich als Kommunisten verstanden haben, nämlich mein Philosophielehrer Hans Holz. Für ihn war es ungeheuer wichtig gewesen, dass Philosophie eine Wissenschaft ist, dass der Sozialismus ein Gesetzeswissen hat und dass über dieses Gesetzeswissen gesagt werden kann, was der Kommunismus sei, vielleicht auch wie er hergestellt werden muss, nämlich durch die Partei, die kommunistische. Ich finde es eine sehr problematische Konzeption, weil der Philosoph da sich etwas zumutet, was ihn über alle anderen hinaushebt. Und das ist zumindest ein Gedanke, den Platon so formuliert hat in seiner Erziehungstheorie. Die höchste Stufe der Erziehung, das sind dann diejenigen, die die Kompetenzen und Fähigkeiten haben, die Staatsgeschäfte zu führen, und die hat er dann als Philosophen bezeichnet, weil es ausschließlich diese Personen sind, die von Natur aus in der Lage sind, die Ideen des wahren, schönen und guten, gerechten zu sehen, im Unterschied zu allen anderen.
Nun gibt es einen zweiten großen Platonisten im 20. Jahrhundert, nicht ganz Zeitgenosse, also selbe Generation wie Hans-Heinz Holz, aber durchaus in der Vielfalt der Lebenswege sich überschneidend, aber sozusagen in völlig verschiedenen Ecken landend, nämlich Martin Heidegger. Ist Hans-Heinz Holz, weil er Philosophie als Theorie und als Gesetzeswissen versteht, ein Parteitheoretiker? So ist Martin Heidegger, weil er sagt, Philosophie ist keine Wissenschaft und kann keine Wissenschaft sein, sondern Philosophie ist ein Wissen. Ist Martin Heidegger im Unterschied zu Hans-Heinz Holz ein Bewegungstheoretiker? Nur leider hat er sozusagen die falsche Bewegung thematisiert. Es war die SA. Es ist sozusagen richtig, aber auf eine gewisse Weise auch problematisch zu sagen, Heidegger war der Theoretiker der SA. Hätte er bei einer SA-Versammlung seine Philosophie vorgetragen, wäre wahrscheinlich komplettes Unverständnis das Resultat gewesen. Aber er hat sozusagen genau diese Bewegungsseite des Nationalsozialismus thematisiert, gedacht, ausgestaltet im Rückgriff auf Platon. Sein Platon-Bezug fängt genau sozusagen mit dem Beginn des Nationalsozialismus an und er zieht sich von dem NS-System zurück in dem Augenblick, in dem Hitler und damit der parteiförmige Nationalsozialismus die Bewegungsseite ausgeschaltet hat. Das ist der sogenannte Röhmputsch. Jetzt haben wir sozusagen ein Verständnis von Philosophie als Wissen, das weiter ist als wissenschaftliches Wissen. Ein Philosophieren, das sich in der Form des Wissens auf die Bewegungsseite bezieht, aber eben auf die falsche oder auf eine problematische, so von uns nicht wünschbare, gewollte, wollbare Bewegung. Und auf der anderen Seite formulieren, Philosophie ist Wissenschaft, ist Theorie, ist Gesetzeswissen, muss in einer Partei fokussiert sein und dann ist es über die Partei möglich, einen Zustand herzustellen in der Form des Kommunismus oder als gerechte Gesellschaft. Auch das ist kein sinnvoller Weg. Also müssen wir in dieser Spannung zwischen Wissenschaft und Wissensseite des Philosophierens uns orientieren und versuchen zu klären, was die Unterscheidungsmerkmale von Wissenschaft und Wissen sind, warum es gute Gründe gibt zu sagen, dass Philosophie keine Wissenschaft, aber ein Wissen ist, aber sozusagen als Wissen nur dann bewegungsförmig verstanden und ausformuliert werden kann, wenn die Bewegung, die sie versucht zum Ausdruck zu bringen, eine Bewegung ist, die Gerechtigkeitsprinzipien genügt oder die sozusagen parteilich ist für die Wahrheit. Diese ganzen Themen können wir super entfalten im Rückgriff auf die Anfänge des Philosophierens, auf die griechische Tradition, können sie ergänzen durch die römische Tradition, können sie ergänzen durch einen Philosophen, der lange Zeit, zumindest hier im deutschsprachigen Bereich, keine Beachtung mehr gefunden hat, nämlich Spinoza, können aufzeigen, dass es gegenüber der herrschenden Form des Philosophierens einen untergründig wirkenden Strom gegeben hat, der sozusagen in dieser politisch-emanzipatorischen Hinsicht viel interessanter ist als all die Formen von akademischer Philosophie. Und das als letzte Bemerkung, wir können uns und müssen uns auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass wenn es in der Philosophie Neuerungen gegeben hat, also wenn sozusagen eine produktive Weiterentwicklung stattgefunden hat, das nie aus der Universität heraus erfolgt ist. Hegel hat die Phänomenologie des Geistes geschrieben, da war er noch ganz weit von einem Lehrstuhl entfernt gewesen. Die Wissenschaft der Logik genauso. Karl Marx war auch nicht direkt erfolgreich in einer universitären Karriere. Ernst Cassirer im 20. Jahrhundert oder Georg Simmel, weil sie jüdischer Abstammung gewesen sind,
haben keinen Zugang zur Universität gefunden oder erst ganz spät und dann auch wie Georg Simmel in Straßburg auf einem eher abgeschobenen, abseitigen Gleis eine akademische Position erringen können. Es könnte ja sein, dass die Philosophie als Institution die Verhinderung ist, abweichend denken zu können und dass nur außerhalb der Universität es möglich ist, sozusagen wirklich zu philosophieren, wenn man meint, dass Philosophieren ein Abweichen von den Üblichkeiten ist, von denen man gemeinhin überzeugt ist, sie seien richtig. Und jetzt freue ich mich auf eine lebhafte Diskussion, vielleicht auch gerade in der Perspektive, wie attraktiv ein kommunistisches Projekt ist, das nicht als Zustand hergestellt werden kann, sondern dass wir uns fragen und bemühen, das ernst zu nehmen, Kommunismus als wirkliche Bewegung, und dann fragen, also was ist wirklich, was ist mit Bewegung gemeint und was bedeutet überhaupt Kommunismus? Danke. Ich würde dann auch vorschlagen, euer Einverständnis vorausgesetzt, dass wir die Diskussion gleich in der gesamten Runde führen, sozusagen, ihr könnt ja eure Bezüge zu Michael dann auch in der Diskussion herstellen. Dann würde ich jetzt nach dem Mikro fragen. Hinter dir. Hinter dir sind zwei. Okay. Ja. Anmachen. Super. Ja. Also wir haben zwei Mikros, ich stelle mich mal hier auf. Hans stellt mich hier auf. Nach einer kurzen Einklärung. Jetzt bin ich so weit weg von den Notizen, dann fange ich nämlich an zu fragen. Das ist immer gut, wenn man das Mikro in der Hand hat. Ich würde noch mal, was mir so ein bisschen noch nicht ganz, also aus allen drei Beiträgen und dann in der Zusammenfassung kam dann doch diese Schnittbefragungen tauchten dann auch auf. Aber einer dieser, gerade bei dem ersten Beitrag würde ich sagen, hebt sich die Universität raus aus diesem Kontext, der Kunst nicht dermaßen regiert zu werden? Also ist dieses Programm dieser Kritik nicht eins, was bei den von deutschen Theoretikern immer vermiedenen Marxisten wie Foucault präziser beschrieben wird? Und wäre dann nicht die Universität einer dieser anderen Räume, innerhalb derer eben das kritische Programm auch genauso greifen kann wie in allen anderen gesellschaftlichen Räumen? Ich reiß das jetzt einfach mal, an mich. Ich würde es aufnehmen und unterstreichen und gleich sagen, das stimmt aber nur halb. Und das scheint mir das Problem zu sein. Es ist nicht das Problem, dass es nicht lösbar wäre, aber so, dass es wie bei allen diesen Sachen mir so vorkommt, als müsste man es erst noch verkomplizieren, damit es irgendwie greifbar wird. Das würde ich auch gleich nutzen, um eine Frage an Michael zu stellen, die man ja auch gleich ins Podium geben kann. Mir ist nicht so ganz klar, welche Funktion dieses Universitäten-Bashing hat, das du betreibst. Also, du sagst, könnte es nicht sein, dass die Universität nicht der Raum ist, in dem Philosophie möglich ist, weil, wenn Philosophie abweichendes Denken ist, dann eine Institution, die, und jetzt kommt sozusagen das, wo das wahr ist, die in zunehmendem Maße die Funktion bekommt, wesentlich nicht mehr Bildungsstätte, sondern Ausbildungsstätte zu sein. Wieder, nicht, dass ich die Lanze brechen möchte für ein altes Humboldtsches Bildungsideal. Das hat auch eine spezifische Funktion und das ist so lange attraktiv, wie man Hochschulen nicht demokratisiert. Also in den 50er Jahren war Humboldts Bildungsideal total super, aber da war man auch unter sich, sozusagen unter den Professoren und Arztkindern. In dem Moment, wo das nicht mehr so ist, ist das Humboldtsche Bildungsideal eine totale Überforderung aller Teilnehmer. Das sozusagen gleich das aufnimmt, natürlich ist es so, dass sozusagen, damit sind wir ja konfrontiert, dass traditionell oder historisch, würde man sagen, es tatsächlich doch eher so ist, dass der Ort, an dem solche Überlegungen produziert werden, wo zu solchen Überlegungen aufgerufen wird, in dessen Kontext, in dessen Randbezirken sich solche Reflexionsformen etablieren, die Universität war. Was wir gerade erleben, ist der Umstand, dass die Uni das nicht mehr ist. Also, dass sie genau diese Funktion nicht mehr erfüllen kann. Mir scheint es nur so zu sein, dass das, oder ich bin jedenfalls noch nicht, spreche ich wieder sozusagen unsicher als Betroffener, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich daraus jetzt unmittelbar den Schluss ziehen wollte, dass das bedeutet, die Universität als einen möglichen Raum für ein solches Nachdenken zurückzulassen.
wieder nicht so, dass ich so fürchterlich optimistisch wäre und sagen würde, kommt alle an die TU Darmstadt, da haben wir Freiräume, dass sie mit Händen zu greifen sind. Nein, natürlich nicht. Aber wenn es ein Raum ist, in dem das wenigstens denkbar scheint, dann scheint es mir klüger zu sein, den Raum offen zu halten, als ihn nicht offen zu halten. Und dann ist es sozusagen attraktiv zu sagen, naja, an der Universität, da wird ohnehin nicht richtig gedacht und das war schon immer so, dass die klugen Leute nicht an der Universität waren. Das ist natürlich also na klar, wieder als Betroffener, ich fühle mich davon angegriffen. Aber das ganz beiseite, das ist gar nicht der Punkt. Es scheint mir wieder so eine These zu sein, die sinnvoll ist, wenn wir sie verstehen, als die Aufforderung, lasst uns doch schauen, ob wir außerhalb der Universität, außerhalb dieses Rahmens Räume schaffen können, in denen wir so nachdenken können. Ohne das zu hoch zu hängen, aber irgendwie im Foyer des Kunstvereins zu sitzen, über sowas nachzudenken, ist ja schon eine tolle Sache und was anderes als ein Philosophieseminar zu sein. Aber lasst uns die These nicht so verstehen, dass hier sozusagen jetzt die Lanze über der Philosophie bricht, denn über der Universität bricht. Denn wenn wir genau hinschauen, dann glaube ich, ist die These schlicht nicht haltbar. Also wie immer bei solchen Großthesen, das ist sozusagen im Detail ist es dann komplizierter. Ich muss doch mal zuspitzen, ganz einfach, dann gehen wir auch weiter. Ich meinte die Universität in derselben Reihe wie Foucault sie orte, Klinik, also die Psychiatrie, das Museum und das Gefängnis. Also und auch im Gefängnis ist eine andere Praxis möglich. Das heißt, das war eigentlich die Figur der Kritik auf die. Soll ich eine Frage stellen? Okay, was? Ja, gut. Also, liebe Männer, vielen Dank. Ich packe es mal in eine Frage. Ich war sehr erstaunt über die Selbstwahrnehmung, die sich hier offenbart, als Philosophen in der privilegierten Position zu sein. Soweit ich weiß, sind 80% aller Arbeitsverhältnisse an der Uni prekär beschäftigten Verhältnisse. Freut mich. Vielleicht hat sich das inzwischen geändert und ich habe es nicht mitbekommen. Aber es freut mich natürlich sehr. Und dann habt ihr gesprochen von der Wahrnehmung, davon, dass man den Philosophen, dass man erstens Antworten erwartet auf wichtige Fragen, auf Sinnfragen des Lebens und so weiter, politische Fragen. Das wäre der gemeine Anspruch an den Philosophen und es würde eine Abkoppelung der Philosophie vom Rest der Gesellschaft euch vorgeworfen. Ich mache jetzt, nehme mal diesen Dualismus auf, den ihr hier aufgemacht habt. Meine Frage geht dahin, ob es nicht einfach so ist, dass die Philosophen in der Republik, zumindest in Deutschland, schlicht und ergreifend keine Rolle mehr spielen und gar nicht mehr wahrgenommen werden. Also ich denke, es ist eher so, dass man eben nichts mehr von der Philosophie erwartet, was ich für tragisch halte, aber das charakterisiert den Zustand der Philosophie, um das mal wieder, wie gesagt, so aufzunehmen, wie ihr es formuliert habt, der ja bedauernswert ist, aber den ich für realistischer halte, als so zu imaginieren, da sitzen die Philosophen im Elfenbeinturm und draußen lechzen irgendwelche Leute nach der Wahrheit. Das ist das eine. Und der andere Punkt, das Verhältnis von Theorie und Praxis, ist es, vielleicht kommen wir der Frage, die du rufend zum Schluss formuliert hast, ein bisschen näher, wenn wir statt von der Theorie, von den Theoretikern sprechen und das, was ihr gesagt habt, nicht stehen lassen als die Theorie und die Praxis, sondern das Verhältnis der Theoretiker zu dem, was im Handgemenge vor sich geht und als Frage, wie bringen sich denn die Theoretiker oder diejenigen, die den Anspruch haben zu theoretisieren, da überhaupt ein und was sind denn da die ganz konkreten Fragen im alltäglich oder im aktuell auftretenden Handgemenge und das wäre dann auch die Frage, wie ist denn das aktuelle Verhältnis der Philosophen heute zu dem, was da auf der Straße sich tummelt, denn wie gesagt, meine Beobachtung ist die, dass da wenig Präsenz einfach vorhanden ist. Ihr wolltet ein bisschen sammeln, ne? Ich habe weniger eine Frage als ein paar kritische Anmerkungen. Es ist kein Zufall und es zeugt von einer tiefen und langen und innigen Verbundenheit, dass bis zuletzt das Zentralorgan der KPdSU Pravda hieß, Wahrheit. Darin scheint etwas davon auf, was gemeint war mit
der kommunistischen Bewegung oder der Bewegung zum Kommunismus oder der Bewegung des Kommunismus. Dass das natürlich nur noch Karikatur ist, dass es sich dabei um das Verlautbarungsorgan des Papstes handelt, ist allen bewusst. Den Zusammenhang aber zu rekonstruieren zwischen Wahrheit, Gerechtigkeit und Kommunismus kann eine sinnvolle Aufgabe von Philosophen sein. Und ich sage bewusst Philosophen, mir ist ein paar Mal zu oft Theorie gesagt worden, um das Wort Philosophie zu vermeiden. Theorie ist für mich auf jeden Fall immer ein bisschen utilitaristisch geprägt, eben von dieser Nutzen für irgendwas. Wir haben eine Theorie des Allerkleinsten, des Mikrokosmos, es gibt Theorien des Makrokosmos und so gibt es eben auch Theorien des Kommunismus oder kommunistische Theorien. Da ist schon drin enthalten, auch wenn wir es kritische Theorien nennen, vorsichtshalber, da ist schon drin enthalten, das Verhältnis der Unterordnung. Wenn aber Philosophie die Idee von Wahrheit, Gerechtigkeit, Kommunismus rekonstruieren will, und das wäre eine sinnvolle Aufgabe, sogar dann, wenn es keine Bewegung gäbe, die danach gieren würde, dann wäre es richtig, und da liegt bei mir, da habe ich eine ganz, ganz zentrale Kritik an dem, was Klaus gesagt hat, dann wäre es richtig, sich zu vergewissern, was war diese Kritik der politischen Ökonomie und was war diese 11. Feuerbach-These, die die Philosophie kritisiert, in ihrem Kern. Sie war der Versuch, Wahrheit über gesellschaftliche Zustände herzustellen. Und Klaus hat an einer Stelle gesagt, die ich aber für zentral halte und wo ich nicht drüber weghöre, diejenigen, die ohnmächtig den Produktionsverhältnissen ausgesetzt werden, ich formuliere es jetzt mit eigenen Worten, er hat es ein bisschen anders gesagt, sind genauso wenig in der Lage, ich sage es jetzt auch in eigenen Worten, Subjekt der Geschichte zu sein, die bestehenden Verhältnisse umzuwerfen, wie diejenigen, die depressiv sind, wie diejenigen, die davon ausgeschlossen sind und so weiter. Heißt im Kern, und das ist das Pessimistische und das meine ich falsche an Klaus' These, heißt im Kern, es gibt gar kein revolutionäres Objekt, außer dem von der Sozialdemokratie halluzinierten Geist der Geschichte, der dann automatisch in Kommunismus oder Sozialismus endet. Nee, natürlich ist die Bewegung zum Kommunismus, die Bewegung des Kommunismus auf ein reales gesellschaftliches Subjekt angewiesen, wie sie darauf angewiesen ist, philosophische Durchdringung der Gesellschaft zu haben. Und tatsächlich sind die Verhältnisse gegen Marx' Zeit nur herangereift zu einer Gesellschaft, wo sämtlicher gesellschaftlicher Reichtum waren- und wertförmig produziert wird. Und die Produzenten dieses Reichtums sind vielleicht nicht die Mehrheit der Weltbevölkerung. Das sind die sogenannten abhängig Beschäftigten, das Proletariat, die Lohnabhängigen und so weiter. Weil ein Teil der Weltbevölkerung immer noch nicht unter diese Verhältnisse subsumiert ist, aber sogar der Teil der Weltbevölkerung hätte dabei mehr zu gewinnen, einer freien, gerechten, kommunistischen Gesellschaft, als er darin zu gewinnen hätte, auch noch unter dieses Verhältnis subsumiert zu werden, was gar nicht möglich ist, weil der Kapitalismus auch an bestimmte Grenzen stößt. Auch insofern, diese zentrale Kritik, die ich an Klaus' Formulierung habe, sie stellt da ein Verhältnis auf den Kopf. Der Produzent des gesellschaftlichen Reichtums, der gleichzeitig Träger der gesellschaftlichen Emanzipation sein kann, und kein anderer kann es sein, ist tatsächlich die Masse der arbeitenden Menschen. Und nur eine ganz kleine Randanmerkung, ob die weiter sonst wie am System verzweifelt sind, nicht geeignet sind, Träger der Bewegung zu sein, möchte ich bezweifeln. Historische Beispiele mit nur bisschen anderen historischen Umständen zeigen, dass das sehr wohl sein kann, die italienische Psychiatriebewegung zum Beispiel. Wo nicht ein Psychiater verordnet hat, die Psychiatrien sind Knäste, um bei Foucault zu landen, sondern wo die psychiatrischen Patienten auch ihre Knäste verlassen haben. Sollen wir gerade erstmal antworten oder erstmal diskutieren? Ich habe gehört. Wir machen mal einmal eine Antwortrunde, weil das jetzt kommt.
Geht das? Ja. Okay. Die erste Frage war ja insgesamt an Philosophie gerichtet. Ja. Und die zweite Frage war ja stärker auf mich gerichtet. So, wollt ihr erstmal dann anfangen mit dem Verhältnis zur Philosophie? Wenn wir dürfen. Ja, dann würde ich dann auf die zweite Frage, oder soll ich mit der zweiten Frage anfangen und wir gehen wieder auf die Philosophie um? Also mir ist egal, wie rum. Genau, wir machen es einfach, fangen jetzt einfach an. Ja. Willst du anfangen? Ja, da fange ich mal kurz an. Okay. Ja, ich habe bei meiner Zuspitzung natürlich genau mit so einer Frage gerechnet. Deswegen habe ich ja auch am Schluss nochmal betont, als ich dann den Byung-Chul Han und den Milton Friedman zitiert habe, habe ich nochmal betont die Formulierung, die ich die ganze Zeit ja auch benutzt habe, scheinbar. Deswegen möchte ich kurz drauf, also ich habe einige Sachen sichtbar gemacht, was meine Meinungen sind, also barbarische Bewegungen, beispielsweise ISIS, Boko Haram oder SA-Bewegungen und so weiter, da habe ich ganz klar sichtbar gemacht, das ist meine Meinung und mit Adorno habe ich auch ganz klar sichtbar gemacht, das ist nicht hintergehbar, dass man Denken und Handeln so einzurichten habe, dass Auschwitz und Ähnliches nicht mehr geschehe. Da habe ich sozusagen eine Position eingenommen. Aber bei allen anderen habe ich ja Redeweisen aufgenommen, wie sie normalerweise üblich sind. Die Philosophen machen das, die Bewegungen machen das, Aktionisten denken nicht und so weiter. Ich habe also Vorurteile vorgeführt und Vorurteile miteinander konfrontiert. Insofern, ich bin sicherlich nicht der Meinung, dass die Menschen, die unter den Verhältnissen leiden, nicht gleichzeitig auch gegen diese Verhältnisse widerständig sein können. Dann wären ganz viele Implikationen, die ich ja gerade in den Fragen formuliert habe, wie lässt sich dieses Verhältnis gestalten der kritischen Reflexion zu Bewegung, wären ja dann überhaupt nicht möglich gewesen. Also dann wäre es ein Selbstwiderspruch gewesen in meinem Vortrag. Und ich wollte am Schluss das offen lassen, einfach auch ich habe die Vorurteile gesammelt, habe sie zugespitzt, habe deswegen das auch als Schlamassel bezeichnet, um das Feld zu bereiten, wo dann zumindest ein Lösungsansatz aufscheinen kann, den ja dann Ruven formuliert hatte. Und ich kann es jetzt vielleicht nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, dass dieses Verhältnis von kritischer Theorie und Emanzipation, also ich sage jetzt nochmal kritische Theorie, weil es ist jetzt nicht das Label Theorie als Resultat des Nachdenkens, sondern es ist ein Label, kritische Theorie, wie sich die Frankfurter Philosophen damals gegeben haben. Und ich greife eben dieses Label aus dieser historischen Tradition auf. Damit ist jetzt nicht Philosophie als Theorie im Sinne von Philosophie als exakte oder genaue oder, wie man sonst auch immer sagt, Wissenschaft. Damit, dieser Theoriebegriff ist damit nicht gemeint. Nochmal zu diesem Verhältnis, also in den ganzen Implikationen meiner Fragestellung steckte eigentlich schon immer drin, dass die kritische Theorie eben in den emanzipatorischen Impulsen der sozialen Bewegungen, sofern diese den Wahrheitskriterien der kritischen Theorie, nämlich den Gerechtigkeitskriterien, den Vernunftkriterien wie Wahrheit, Gerechtigkeit, gutes Leben, ästhetische kann man auch mit reinnehmen, schön, nicht schön und so weiter, also bestimmte Vernunftideen, die sich in den Kriterien ausdrücken, dass die kritische Theorie sich vermittels dieser Kriterien in den wirklich emanzipatorischen Bewegungen sich selbst entdeckt, ihr eigenes Anliegen entdeckt, sie ist gar nicht getrennt davon. Und wenn dem so ist, sie formuliert es eben, der Untersuchungsgegenstand ist eben
in einer konkret allgemeinen Weise ausgedrückt. Und die sozialen Bewegungen, die nach diesen Kriterien emanzipatorische Bewegungen sind, drücken ihre, ja, ihre Widerstandsinteressen eben partikular aus. Und genau dieses Verhältnis von diesen partikularen Bestrebungen zu diesem konkret Allgemeinen, das ist ein Verhältnis, das gilt es immer wieder aufs Neue zu reflektieren. Insofern ist, wenn kritische Theorie wirklich ist, ist sie immer schon mit den Bewegungen verbunden, genauso wie die Bewegungen immer schon, wenn sie emanzipatorisch sind, mit der kritischen Theorie verbunden sind. Also insofern lässt sich dieser Satz nochmal auch zuspitzen, die Kommunismus als wirkliche Bewegung. Marx war ja ein Kenner von Hegels Rechtsphilosophie, also, und ein ganz zentraler Satz gleich im Vorwort der Hegelschen Rechtsphilosophie ist: alles, was vernünftig ist, ist wirklich, und alles, was wirklich ist, ist vernünftig. Das heißt nicht, dass alles, was ist, toll ist und vernünftig ist, sondern das heißt, die kritische Theorie, ich sage es nochmal mit diesem Label, entdeckt sich selbst in den vernünftigen Kriterien von gesellschaftlichen Prozessen, die vernünftige emanzipatorische Bestrebungen haben, entdeckt sie sich selbst und ist und zeigt sich insofern auch als wirksam. Das wäre so. Also insofern ist es schon durchaus richtig, dass in Psychiatriebewegungen gute rebellische und auch widerständige, auch emanzipatorische Handlungen vollzogen worden sind, auch in französischen Psychiatrie. Ich kenne mich bei den italienischen Verhältnissen nicht aus, aber in französischen auf jeden Fall. Also da. Naja, wenn irgendwie, willst du zuerst? Ja? Also, erstmal, vielleicht bleiben wir noch, genau. Oder was direkt? Also ich weiß nicht, ob man mich hört. Es geht ja darum, dass die Philosophie ja eigentlich in Zeit und Raum, wie auch die Geschichte, sich bewegt. Und es wurde hier natürlich, mich interessiert natürlich der Marxismus und so weiter. Es war eine sehr interessante Geschichte da. Marx hat sich aber nicht vorstellen können, dass in Russland die Oktoberrevolution stattfinden wird. Das wurde hier gar nicht angesprochen. Es war das rückständigste Land Europas. Die Leibeigenschaft war noch gar nicht richtig abgeschafft und so weiter. Es ist nur das Unglück, dass Lenin damals noch aus der Schweiz nach Russland abgeschoben wurde. Marx hat sich das nicht so vorgestellt. Und es ist die Frage, wenn man laut Marx hätte in Großbritannien, in England hätte die Revolution ausbrechen müssen, ob der Kommunismus nicht dann eher Fuß gefasst hätte. Aber natürlich, die Sozialdemokratie hat darauf gewartet. Es ist nur die Frage, der Kommunismus ist gescheitert. Und um das auf das Wort von Pravda zu kommen, und Pravda ist ja die Wahrheit, ist nicht Otscher Harasho gewesen. Also die war nicht die richtige Wahrheit, die da erklärt wurde. Und das ist eigentlich das grundlegende Element meines Erachtens, weil wir über den Marx und so weiter und diese Philosophie sprechen wollten, dass die da gescheitert ist. Was nachher kam, alle von Ceausescu bis was weiß ich wohin, die haben alle ja nichts begriffen. Und das Stalin vor allem nicht. Trotzki war der Einzige, der vielleicht irgendetwas begriffen hat, aber der abgeschoben, auch der nicht so ganz. Also das waren nur meine Einwände dazu. Danke. Also das sind ganz wichtige Hinweise, ne? Denn es gibt ja von Marx eine Vielfalt von Überlegungen, gerade auf Russland bezogen, Briefwechsel mit Vera Sasulitsch und anderen. Und da wird schon deutlich, dass Marx die Erwartung hatte, dass die bürgerlichen Produktionsverhältnisse vollständig entwickelt sein müssen, damit eine Veränderung möglich wird. Lenin ist auch davon ausgegangen. Also Lenin ist von der Situation überrascht worden, dass aufgrund des Kriegsverlaufs im Zusammenhang des Ersten Weltkrieges sich eine Bewegung in Russland entwickelt hat, die den Zar stürzen konnte. Und es ist ja nicht so, dass von vornherein Lenin die Revolution dominiert hat, sondern Lenin stellt eine Revolution in der Revolution dar. Da muss man diese Besonderheit der Kriegssituation
im Ersten Weltkrieg sehen. Und dann ist die Frage, hatte Lenin recht gehabt, indem er die Möglichkeit einer über die bürgerliche Revolution hinausgehenden sozialistischen Revolution begonnen hat? Hatte Lenin recht gehabt, diese Chance zu nutzen, oder hätte er sagen müssen, nein, Russland ist noch nicht so weit, ich nutze diese Möglichkeiten nicht aus? Ja? Fakt ist, er war davon überzeugt gewesen, ist es sinnvoll, diese Möglichkeit auszunutzen. Dass dann ein Bürgerkrieg in dem sowjetischen Russland anfängt, war auch so nicht zu erwarten gewesen. Lenin konnte ja noch das Ende des Bürgerkriegs im Sowjetrussland erleben, hat begonnen, mit dem Konzept der neuen ökonomischen Politik eine Mischform zu realisieren zwischen Wirtschaftselementen, die er sozusagen aus der Wirtschaftsweise der bürgerlichen Gesellschaft entlehnt hat, und dann notwendig zu verstaatlichenden Betrieben wie den Banken. Fußnote, können wir heute oder müssen wir heute überlegen, ob das nicht sehr klug war, sozusagen zu sagen, aus der Perspektive des Gemeinwohlinteresses müssen bestimmte Unternehmenszweige sozusagen nicht in der Form der Privatwirtschaft realisiert werden, sondern auf der Ebene der Gemeinwirtschaft, was immer das dann zu bedeuten hat. Aber die Banken sind sozusagen die Kandidaten, wo man diese Frage stellen muss. Dann hat Lenin aber selbst diskutiert, dass Revolutionsvorstellung gescheitert ist, weil nämlich sämtliche nicht ökonomischen, sondern sämtliche kulturellen Voraussetzungen für ein solches sozialistisches Projekt fehlen. Also es ist nicht nur die ökonomische Unterentwicklung, sondern die Masse der Bevölkerung in der frühen Sowjetunion waren Analphabeten gewesen. Wie kann sozusagen ein politisches Projekt verwirklicht werden, das darauf angewiesen ist, wenn es erfolgreich sein möchte, dass alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen an diesem Projekt mitarbeiten? Es müssen bestimmte ganz elementare Grundvoraussetzungen realisiert sein, die waren nicht da. Der Stalinismus ist eigentlich nur verwirklichter Trotzkismus. Also wenn wir über die Entwicklung in der Sowjetunion nach Lenins Tod oder nach Lenin reden, es gehört sozusagen die ganze Gruppe von Politbüro-Mitgliedern in das hinein, was man so personenbezogen Stalinismus nennt. Machen wir einen historischen Vergleich. Die bürgerliche Gesellschaft hat mehrere Anläufe benötigt, um sich als bürgerliche Gesellschaft zu etablieren. Ja? Anläufe, die mit den italienischen Stadtstaaten einen begrenzten Erfolg hatten. Anläufe, also wenn man sich vorstellt, das Konzept von Thomas Hobbes hätte sich als staatsbürgerliches Projekt durchgesetzt, es wäre ein totalitäres Regime geworden. Kann es nicht sein, dass eine bestimmte Konzeption der Verwirklichung dessen, was man als Kommunismus bezeichnet, gescheitert ist, und dass, wenn wir meinen, dass die bürgerliche Gesellschaft oder das, was so als Kapitalismus bezeichnet wird, nicht das Ende der Geschichte ist, wie das Präsidentenberater in den USA verkünden, dann müssen wir den faktischen und gescheiterten Kommunismus reflektieren, um sozusagen in der Selbstkritik an eigenen Überzeugungen eine andere Option entwickeln zu können. Ja, wenn wir das ausklammern und sagen, diese Form von Kommunismus interessiert uns nicht oder das war ja gar kein Kommunismus gewesen, also brauchen wir auch nicht darüber zu diskutieren, dann begehen wir einen gravierenden Fehler, der mit Sicherheit die Katastrophe, der Stalinismus gewesen ist, nicht vermeidbar werden lässt. Ja, also in einer bestimmten Art und Weise ist der Kommunismus gescheitert, und wenn wir heute meinen, dass eine Transformation der kapitalistischen Gesellschaft in etwas anderes, das wir dann vielleicht auch Kommunismus nennen können, möglich ist,
dann können wir diese Position nur vertreten in der selbstkritischen Reflexion sozusagen der faktischen Geschichte des Kommunismus. Ja? Genau. Ja. Wenn ich da jetzt schon am Reden bin und als Older Statesman dann ja auch bestimmte Rücksichtnahmen von jüngeren Herren erwarten kann. Ich kann mich auslegen, wie mir es passt. Ne? Das mit den Universitäten. Sie sind ein Produkt der bürgerlichen Gesellschaft. Ne? Also um 1800 herum fängt Ausbildung der Arbeitsteilung an, so wie sie in groben Zügen heute noch vorfindlich ist. Und eine Form der Ausdifferenzierung, arbeitsteiligen Ausdifferenzierung, war die Entwicklung von einem flächendeckenden Bildungssystem gewesen. Mit sozusagen Grundschule, Hauptschule für alle, Realschule für diejenigen, die etwas mehr können, als bloß einen guten Grundschulabschluss zu machen, gymnasialer Abschluss als humanistische Bildung für eine bestimmte Elite. Die Bildungskonzeption von Humboldt, und deswegen ist sie bürgerlich und deswegen kann sie für uns kein heute noch Orientierung ermöglichendes Ideal sein. Die Bildungskonzeption von Humboldt hatte zur Basis gehabt, dass die Schuleinrichtungen sich aus- und abgrenzen von der Gesellschaft, in der sie sind. Ja, also sie sind sozusagen aus der Gesellschaft herausgenommene Bereiche. Das führt zu dieser, oder das ist einer der Wege, die dann zu der Elfenbeinsituation der gegenwärtigen Universitäten hat führen können, Abschottung von dem gesellschaftlichen Umfeld, Schmoren im eigenen Saft, jetzt, weil es modisch geworden ist, die Illusion, dass die Studierenden ja eigentlich Stückgüter sind und je mehr Stückgut in einer bestimmten Qualität eine Universität herstellt, desto unternehmerischer erfolgreich ist sie. Ja, und vielleicht gibt es dann auch mal eine Universität, die an die Börse geht und guckt, ob der Verkauf von Studentenpaketen nicht auch sozusagen mit Börsengeschäften begleitet werden kann. In Großbritannien ist es inzwischen so, dass die Hochschulen die Migrationsbetreuung, also weil die angewiesen sind auf ausländische Studenten, erledigen die sozusagen auch den Zugang zu den Migrationsrechten. Das machen die stellvertretend für die öffentliche Hand. Und es gab eine Hochschule, die das aberkannt bekommen hat, dieses Recht, oder es hat das verweigert. Das hat dazu geführt, dass dann über 1000 Studenten sozusagen ohne Papiere in Großbritannien gelebt haben, weil die Hochschule diesen Rechtsraum nicht mehr abbildete, den sie aber abbilden muss, um überhaupt überleben zu können. Also sie muss diese Studenten annehmen, weil die eben zahlen für ihr Studium. Also das ist tatsächlich so ein bisschen mal über den Ärmelkanal geguckt. Dann. Ja. Also mir kam es aber jetzt auf die Leute an in der Universität, die in einem von der Gesellschaft abgeschotteten Raum groß werden. Ja, und es ist eine Eigentümlichkeit hier auch in dem deutschsprachigen Bereich in der Bundesrepublik, dass Universitätskarriere irgendetwas mit Bildungskarriere zu tun hat, dass man da sozusagen zu einer Bildungselite gehört. Es ist in Frankreich ein ganz anderes Ideal, nämlich der homme de lettres. Ja, also derjenige, der in der Öffentlichkeit gebildet ist und seine Gebildetheit oder das, was in dem französischen Sinne die Bildung ausmacht, in der öffentlichen Diskussion bewährt. Ja? Nicht der Elfenbeinturm, nicht das, was ein Professor als akademischer Lehrer macht, ist das Entscheidende für das Selbstverständnis, sondern diese Figur des homme de lettres. In England ist es die Figur des Gentleman. Ja? Die deutsche Tradition kennt den preußischen Untertan und den Offizier. Ja? Und die Philosophen kämpfen darum, Offiziere zu sein, damit sie sozusagen in diesem preußischen Kommandoton über die Welt bestimmen können. Sie haben überhaupt kein Verständnis sozusagen dessen, was das französische homme de lettres ausmacht. Und das ist der elende Zustand der Philosophie über die Philosophen hier in der Bundesrepublik. Ich glaube, Sie müssen es anmachen.
jedenfalls. Es gibt viele Erklärungen, was eigentlich Philosophie sei oder sein soll. Mindestens eine ist ziemlich zutreffend, dass Philosophie die Orientierung im Denken bedeutet. Und diese Orientierung ist angesichts dieses Weltzustandes auf diesem Planeten dringend notwendig. Und ich denke, da bin ich überzeugt davon, bei dieser Orientierung kann die Philosophie einen wesentlichen Teil dazu leisten. Wir haben neue Probleme, zum Beispiel die Frage nach dem Bewusstsein erstellt sich erneut oder in neuer Schärfe mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz in dem Einsatz von technischer Apparatur, zum Beispiel. Wenn ich jetzt auf das Vortragsthema zurückkommen will, dann denke ich, es ist etwas verkürzt, nur zu fragen, nach ob Philosophie, ob politische Bewegungen Philosophie braucht. Eigentlich würde ich das gerne erweitert haben wollen und nach der Frage, was braucht oder was muss da sein, um ein erfülltes menschliches Leben für alle auf diesem Planeten zu führen? Was muss verändert werden? Und da glaube ich, die Philosophie heute gefordert wie noch nie. Und es bedarf, wie Zizek zum Beispiel formuliert, einer erneuten großen Erzählung von einer erleuchteten Spur, einer anderen Geschichte, eines anderen Lebens. Und das ist meine Hoffnung, dass die Philosophie dazu etwas beitragen kann. Ich stimme Ihnen vollkommen zu mit dieser Charakterisierung, was soll Philosophie sein, sozusagen auf der alleruntersten Ebene, ganz im allergrundsätzlichsten Orientierung im Denken, ganz genau. Ich frage mich aber unmittelbar, was meinen wir, wenn wir sagen, da kann die Philosophie was beitragen? Woran ich unmittelbar denke, ist, brauchen wir dafür nicht besser ausgestattete Schulen, mehr Lehrerinnen und Lehrer, eine Form gesellschaftlichen Zusammenlebens, in der so eine Orientierung eingeübt werden kann und praktiziert werden kann. Das ist unmittelbar was ich an Michael weitergeben würde. Du hast das Bild aufgemacht zwischen auf der einen Seite der französische Intellektuelle, der Homme de Lettres, und auf der anderen Seite der preußische Soldat, der preußische Soldatenprofessor. Das ist völlig richtig. Also es ist völlig richtig, dass Professoren sind heute Beamte und deswegen müssen sie, dürfen sie, können sie genau so agieren. Völlig richtig. Aber ist das die Opposition? Die Opposition, die du aufmachst, auf der einen Seite haben wir sozusagen den Staatssklaven, der nichts beiträgt, auf der anderen Seite haben wir den Zampano, Zizek ist gefallen, den ich sehr mag, gar keine Frage. Aber da haben wir sozusagen denjenigen, an den man sich wendet, wenn man Rat haben will. Wir sind desorientiert, großer Zizek, sag uns, wo wir lang gehen sollen. Und Zizek redet sich den Mund fusselig, um zu sagen, ich will euch nicht sagen, wo es lang geht. Und alle sagen, oh, Zizek hat gesagt, wir sollen da nicht lang gehen, wir sollen da lang gehen. Dann hält er den nächsten Vortrag, ich will euch nicht sagen, wo er lang gehen soll. Die dritte Alternative, die dritte Option wäre das angelsächsische Modell, wo getrennt wird zwischen auf der einen Seite einem Amt, das in so einer Arbeitsteilung ausgefüllt wird, Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, Ausbildung von College-Professoren bis hin zur höheren Bildung, und auf der anderen Seite verflucht nochmal der politische Bürger. Wo sind die Philosophen heute? Könnte es sein, dass der Umstand, dass wir es gewohnt sind, dass es in der Bundesrepublik immer sozusagen große Intellektuelle gibt, die so Sterne sind einer Diskussion, dass das in einer bestimmten Weise tatsächlich eine anachronistische Vorstellung ist? Vielleicht gar nicht das Schlechteste, dass die anachronistische Vorstellung sich zurückbildet. Und was davon übrig bleibt, sozusagen der traurige Rest, sind solche Figuren wie Sloterdijk. Sloterdijk, der sich zur Steuerdebatte äußert. Warum zur Hölle? Wer hat ihn gefragt? Also wodurch, nehmen Sie Karl-Heinz Bohrer, können dasselbe sagen von der linken Position auch noch machen. Warum zur Hölle soll der sich dazu äußern? Was ist dessen Kompetenz? Dessen Kompetenz ist, er ist Hochschulprofessor für Philosophie, hatte in einer Debatte teilzunehmen. Ich habe ganz großen Widerwillen zu sagen, sollten sich die Philosophen nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen, weil ich das Gefühl habe, das ist immer ein Tanz am Abgrund. Und der Abgrund ist, entweder man tritt auf als politisch mündiger Bürger. Und dann ist man aber in einem Dialog mit Leuten und dann hat man nicht mehr zu sagen als die anderen auch. Oder man tritt auf als derjenige, der irgendwie kompetent ist, was beizutragen. Wenn er kompetent ist, was beizutragen, dann sollten wir ihn fragen dürfen, wie das kommt, wie er dazu berechtigt ist.
Ganz wichtig wäre der Hinweis, den du gegeben hast, die Universitäten, die deutschen Universitäten, wieder völlig richtig. Wir stehen an einem Umbruch, an einem radikalen Umbau dieses Systems. Und der radikale Umbau des Systems ist nicht nur schlecht deswegen, weil das, was umgebaut wird, tatsächlich ein Relikt einer, wenn man so will, gerade im Ausgang begriffenen Epoche ist. Und das ist sozusagen dieser Umbau, der findet ja statt seit Mitte der 60er Jahre. Das ist ja keine neue Erscheinung. Man fährt nur langsam die Ernte ein dessen, was damals gesät worden ist. Heißt das aber, dass man sozusagen dieses alte Ideal im Hinterkopf habend, dass man deswegen sozusagen auf die Universität als einen freien Raum verzichten soll? Oder ging es nicht genau darum, das wäre ja genau so ein Punkt, ob nicht auch da, aber eben nicht privilegiert, nicht exklusiv, sondern so wie an allen anderen Orten auch, sich einen Freiraum schaffen lässt? Und dann wäre genauso ein Punkt, auf den man immer und immer und immer wieder hinweisen muss, hier sitzen nur Männer. Das ist kein Zufall. Das ist in der deutschen Universitätsphilosophie kein Zufall. Und das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal, der vergessen geht. Das ist halt faktisch so. Aber wenn man in die USA schaut, die Philosophie ist diejenige Disziplin, wo es am wenigsten Minderheiten, am wenigsten Frauen gibt. Zugleich eine von den Disziplinen, wo es die meisten Schwierigkeiten mit solchen Sachen wie sexuellen Übergriffen und so weiter gibt. Das ist kein Zufall. Das ist das Relikt, mit dem wir kämpfen. Wir sind sozusagen genau in dieser Perspektive von Herrschaftswissen drin. Das ist das, was wir mitkriegen. Das ist das, wo wir rein sozialisiert sind. Das ist das, sozusagen als dessen Repräsentanten wir hier sitzen. Deswegen haben wir angefangen mit dieser komischen Selbstwahrnehmung. Es ist natürlich verräterisch, dass wir diese Selbstwahrnehmung unmittelbar annehmen als was irgendwie problematisch ist. Aber ja, klar, das ist ein Stachel im Fleisch. Sicher, das legt man ja nicht so ohne weiteres ab.